Schön, ne? Horror Gaming am Limit. Gut, dass ich daran gedacht habe, Fabian, nichts Grünes heute anzuziehen. Mir war nicht bewusst, dass wir heute vor Greenscreen spielen. Wir doch gar nicht, wir sind in Raccoon City. Achso, wir sind direkt vor dem Raccoon City Police Department. Extra 7 Stunden hierher gefahren und du negierst es jetzt alles. Ich hätte gedacht, mit unserer fahrbaren Couch. Es war auch ganz schön eng, jetzt zwischen Game Talk und Resident Evil noch hierher zu fahren, schnell. Das haben wir Game Talk ja schon heute Morgen aufgezeichnet, hat aber keiner gemerkt. Ne? Nö, hat keiner gemerkt. Wir haben so getan, so wir ein paar Chat-Kommentare vorlesen und dann ging das schon. Hattest du die vorher schon aufgeschrieben, ne? Ja, 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 natürlich. Herzlich willkommen, hallo, zu einer neuen Folge After Dark Resident Evil 2. Das Remake, die Neuauflage, das Remaster, das komplett neu inszenierte Spiel, würde ich sagen. Mhm. Wir müssen ein bisschen Zeit noch überbrücken, weil Kollege Simon Kretschmer noch auf dem Weg hierher ist, der auch eben live bei Game Talk zu sehen war. Ich freue mich. Ich habe mir extra noch mal Teil 1 angeschaut. Mhm. Wir haben nicht schlecht gespielt, kann man, glaube ich, in aller Bescheidenheit sagen. Wir sind zumindest nicht gestorben. Uns sind auch ein bisschen vorangekommen. Du bist jetzt wieder als Erster dran, weil ich habe nämlich aufgehört letztes Mal. Machen wir eine richtige Reihumrunde oder nicht, je nachdem? Ja, ich würde sagen, dann, wenn es ein bisschen schmerzhaft wird, irgendwann, wenn wir anfangen zu sterben, einfach ständig, dann werden wir häufiger rotieren. Jetzt würde ich sagen, können wir so bleiben, weil du musst nämlich auch für dich wieder deine Steuerung invertieren. Oh ja, das muss ich tatsächlich machen. Also ich glaube, ich bin der Einzige in der Runde hier. Was sind das für Aufkleber hier hinten? Die irritieren mich ein kleines bisschen. Dass ich hier die Invertierung einmal der Y-Achse mache. Ja, ich habe jetzt nicht nochmal in den letzten Teil reingeschaut, aber das hatten wir bei Game Talk auch kurz angesprochen. Falls ihr jetzt nicht live, also direkt bei der Erstausstrahlung am Freitag zugeschaut habt, da gab es irgendwie einen Bug mit YouTube in den letzten Tagen, wo nicht alle Videos, die wir hochgeladen haben, auch in eurer Abo-Box und in der Upload-Liste aufgetaucht sind. Gar nicht einfach. Es gab eine gewisse Zeit zwischendurch, da konnte man das Video einfach gar nicht im Channel sehen. Es war tatsächlich aber ein YouTube Fehler. Mhm, ja. Ausnahmsweise lag es nicht an uns. Es haben aber doch eine ganze Menge Leute dann noch sehen können oder angeschaut. Es freut mich sehr. Vielen Dank dafür, auch für das ganze nette Feedback, was ihr dazu dagelassen habt. Ich hoffe, ihr habt nach der Folge heute auch noch. Ja, bestimmt, bestimmt. Wir spielen jetzt ein paar Stunden live, ne? Ja, genau. Und wir haben zumindest geplant, dass regelmäßig Resident Evil Content in den nächsten Tagen kommt. Ja, morgen soll es weiter jeden Abend dann spät am Abend zu sehen sein. Das wird dann nicht immer live sein. Das machen wir heute jetzt mal und produzieren dann dementsprechend heute noch weiter dann in die Nacht rein was vor und morgen noch ein bisschen tagsüber, damit ihr jeden Tag weiter das schauen könnt und wir das nicht über so viele Wochen auswälzen werden, was manchmal einfach unvermeidbar ist, weil wir natürlich sehr viele Sachen produzieren und dann läuft ein Let's Play auch mal sehr lange. Resident Evil wollen wir schnell wegspielen. Mhm. Also und nicht von wegen schnell, Hauptsache schnell hier durchgerusht oder so, sondern einfach, wenn du einmal drin bist, da wirst du auch den Controller nicht aus der Hand legen. Ne? Genau, ja, man vergisst einfach auch viel dann zwischendurch. Ich kann jetzt nochmal für dich als Recap, wir hatten ein Elektronikgerät gefunden und eine Batterie. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, auch schon die Transferleistung erbracht, wo wir das einsetzen müssen, nämlich an dieser verriegelten Tür. Im Dach oben, ne? Genau, im Dach oben. Wir haben den Bolzenschneider aufgebraucht, wir haben alle Ketten aufgeschlossen, die es noch gab. Und wir haben, wo wir gesagt haben, dass wir das definitiv vergessen werden, noch an so einer Tafel einen Code gefunden, nämlich Cap. Für den Locker Room, wo man das Vorhängeschloss Da vermeintlich aufmachen kann. Einige Vorhängeschlösser, glaube ich, gefunden. Hallo Simon. Ich mache gerade schon ein bisschen das Recap von letzter Folge. Bist du auch im Raccoon City angekommen? Wir haben die Zutaten gefunden für diese vermeintliche C4-Sprengung, die wir auf dem Dachboden machen wollten. Und wir haben noch einen Code gefunden für eines von den Vorhängeschlössern. Ich habe mir nämlich nochmal die letzte Folge angeschaut. Und Gregor wird jetzt wieder starten. Wenn du ready bist, Simon, dann können wir, glaube ich, einmal ins Spiel rübergehen. Du kannst, den Spielstand habe ich schon mal geladen. Hallo. Okay, wir sind nicht in einem Raum mit Zombies. Ich brauche jetzt nicht sofort Angst zu haben, wenn ich... Nee, wir sind natürlich in einem der ikonischen Speicherräume, wo einem in der Regel nichts passieren kann, weil sie einem da nicht rein folgen. Dann gucken wir doch mal hier, alles klar. Da sind wir hier und können wir ein bisschen Sound haben, Regie? Du musst vielleicht noch mal gucken, ob du... das Inventar haben wir wahrscheinlich nicht mehr... Ja. Genau, wir haben das, Ich check mal kurz, was wir hier haben. Wir hatten eine Batterie gefunden, ne? Richtig, die Batterie haben wir und danach haben wir noch ganz am Ende der letzten Folge dieses Elektronikgerät gefunden. Wir haben noch ein Brett dabei. Ein Brett, eine Flashbang, eine Granate, Schrotflintenmunition, Nachladen. Finde ich immer ganz nett. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich glaube, es geht noch darum, dass wir den letzten Code rausfinden für dieses Medaillon. Was wir da einstellen müssen, damit wir dann an der Statue den Keller öffnen können. Ah ja, Zünder ohne Batterie, das hier meinst du, ne? Aber genau. Die Codes stehen doch alle, beziehungsweise stehen die nicht alle in dem
Tagebuch? In Europa-Welt. Stimmt, es geht nicht um den Code, sondern wir müssen, glaube ich, noch die letzte von diesen Statuen generell entdecken, wo wir den Code eingeben können. Ja, genau, die Statue an sich. Okay, ich habe die Batterie mal damit kombiniert, das Fach sah mir. Wir hören übrigens nichts, Regie. Wir hören im Moment nichts, ja. Bisschen Ton wäre geil. Das okay, das heißt, du hast deinen Zünder hergestellt. Ich habe einen Zünder hergestellt. Das Dach waren wir uns einig, ne? Dass da irgendwie dieser Platz. Ja, in diesem Verschlag hinten, wo diese, da war so eine Platte, wo man das jetzt dran bauen könnte. Wir sind hier unten in der Dunkelkammer, da geht die Treppe hoch. Hier haben wir das Fenster verriegelt. Rot bedeutet ja, dass da doch irgendwas zu tun ist. Das Dach war es denn ganz hoch wahrscheinlich, ne? Hier ist ein Kombinationsschloss. Da hatten wir ja was gefunden. Das ist, glaube ich, aber nicht das Richtige. Exklusive Barrikade. Richtig. Ach, schön auch gekennzeichnet gleich. Okay. Es könnte sein, das war nämlich am Ende so, da waren relativ viele Gegner noch hinter uns her. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier uns her auch gefolgt sind. Oh, oh. Ich habe Angst vor meinem Schatten gehabt. Sag mal, Fabian, wir haben doch auch den zweiten mehrfach für Schrecksekunden durchgespielt. Haben wir ihn mehrfach durchgespielt? Zweimal, ja, mindestens. Okay. Waren das auch 6 bis 7, 8 Stunden? Oder war es mehr? Ungefähr. Was war die Kombination nochmal, Fabian? Cap. Cap. Mit C, wie Captain America, ja. Nee, ich habe das Gefühl, das war kürzer, das Album. Auch? Cap. Echt? Du meinst, also, naja, weil viele sagen, es wäre auch kurz. Okay. Also, das Remake jetzt wäre kurz. Mhm. Und ich hätte jetzt das Original länger in Erinnerung. Ah, nee, das war nie so ein richtig langes Spiel. Na gut, wir sollen übrigens nicht so viel quatschen und uns mehr erschrecken. Gut. Und Gregor soll so weiter gut spielen, so weiter gut spielen wie bisher. Machen wie bisher. Ist das das Gleiche hier? Das wäre sehr komisch. Okay, nee, ist es nicht. Vielleicht Rap. Oder WhatsApp. Irgendwie, bisher waren keine Gegner hier, oder? Ja, geil. Da passiert doch ganz sicher was, wenn wir das gleich ausgerüstet haben. Das ist doch nicht ohne Grund einfach so. Da ist diese komische Puppe wieder. Er schießt sie. Meinst du, dass die das irgendwas ist? Nein, das ist, glaube ich, nur Verschwendung. Ja, gut. Ihr seid so süß, ne? Diese eine Patrone. Ey, das wäre ja nicht schwer, wenn die uns dann fehlt. Deswegen werdet ihr überleben, mich nicht. 10 Minuten. Sekunden. Oh. 10 Sekunden? Okay. Sag doch was. Bisschen kurz. Oh, pass auf. Da oben ist das. Oh, aufgegangen. Aufgeplätzt. Hat der aber gerade so geschrieben? Hab ich mich auch gefragt, wer das Quieken gemacht hat. Da war was, oder? Ja. Okay, hier ist die letzte Statue übrigens. Ah ja. Okay, nachschauen. Welche Symbole? Zwei, aber das kriegt man nicht. Pass auf, ja, da ist was. Irgendwas, da ist was. Oh, oh. Oh, na, Vorsicht! Okay, warte mal, bevor ich jetzt noch die Panik kriege und nochmal in die Luft baller. Okay. Irgendwo okay, hier ist was. Ich habe jetzt nicht geguckt, was war das jetzt? War das diese Göttin? Ja, es ist die letzte von denen. Und also, das Lady Pfeil Schlange. Lady Pfeil Schlange, okay. Lady. Bist schon drüber jetzt. Das. Lady. Pfeil. Pfeil. Ja. 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 Schläng. Schläng. Nee, Schlong, ja, nee, Schlong, das ist die Schlechtkunst. Geil, wir haben's. Das Mädchenmedaillon. Okay, jetzt habe ich Angst. Kann die Regie mal bitte nachgucken? Laut. Laut Alter. Chat ist der Ton sehr blechern. Oh, du Fickmann! Schießen! Nochmal! Ach du Scheiße, was hält der denn aus? Na, 4 Schuss haben wir, glaube ich, letzte Folge schon festgestellt. 4 Schrotflintenschüsse. Mhm. Alter. Ja, okay, aber ich meine jetzt. Ja, aber glaubst du nicht, dass das auch schneller geht, wenn man irgendwie richtig trifft? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, Gregor hat schon mal. Nein, du hast ihn 4-mal getroffen. Aber wenn man gleich ganz nah dran ist und dann aufs Gehirn, der muss doch. Mit jemand, der Skill hat, meinst du? Nein, einfach nur. Also ich kann mir vorstellen, also jetzt brauchst du es, glaube ich, nicht nochmal. Ja, nee, ich will nur mal kurz gucken. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du mal eine stärkere Waffe als die Shotgun hast, ne? Wenn du da genau aufs Hirn raufziehst, dass du da ordentlich was wegmachen kannst, aber... Ja, aber es ist ja schon die Schrotflinte. Okay, das war die Bibliothek, ne? Hier gab's... Hier oben konnte man nicht hin. Hast du noch was zum Heilen dabei? Nee, ne? Ach, doch. Doch, aber wir sind ja erst auf Fahne. Ja.
Hast du immer so ein bisschen Angst, Fabian, weil wir nur auf Warnung sind? Ich habe mir nicht immer Angst. Das muss alles immer grün sein. Nee. Solange es nicht knallrot ist, ist alles okay. Da darf auch mal ein bisschen knurzen und knarzen, mein Freund. Hier hinten. Dafür hatten wir das Item noch nicht. Das fehlte, glaube ich, noch, ja. Eine Shotgun benutzen? Nein, das ist wahrscheinlich nicht. Es wäre aber auch schön, wenn man das abwägen könnte. Von wegen, ist mir die Shotgun noch wichtig? Oder stecke ich sie einfach da als Knüppel rein? Muss sie aber dann du meinst wie bei Resident Evil 1, ne? Du musst sie entweder, damit der Raum nicht runtergeht. Ja, aber das war ja nur für die eine Story und nur damit man, oder? Das war doch, ich glaub, weil sie die eine von beiden nicht bekommen genau, hat. Genau, bei Jill macht es nicht. Die wird auf jeden Fall gerettet von Barry. Und stimmt, weil die Chris hat Barry, kann man, glaube ich, sterben lassen. Die hat Privilege. Ich benutze das jetzt, ja? Female Video Game Privilege. Okay. Heißt das, wir sind dann durch mit dem? Ich weiß es nicht. Du kannst wahrscheinlich schon zurück auch wieder. Also der Gang, ist das ein Gang jetzt hier oder was ist das? Ja, das erinnert mich jetzt schon ein bisschen an Lisa Trevor in Resident Evil, dem Remake. Übrigens habe ich da auch Quatsch erzählt, Lisa Trevor ist nicht schon sehr, sehr alt, die ist so 120 Jahre alt. So, also schon was alt. Schon sehr alt ist. Was ist denn mit Marvin jetzt eigentlich? Willst du nicht nochmal Tschüss sagen? Ich habe geguckt, da ist leider kein Prompt oder so. Ach so. Wir wollten ihm helfen, wir haben alles getan. Ich gehe da mal jetzt hin. Kümmere dich um dich selbst. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Tresor. Marvin! Ach, zum Tresor. Ach so. It's time to go. Hey, Marvin. Hey. Das war knapp. Hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here. Alter! Just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. Schön dramatisch, ne? Man hat ihn ja schon ein bisschen lieb gewonnen jetzt. Den mochte ich am liebsten. Aber hätte man ihm nicht den Gnadenschuss verpassen können? Oder glaubt ihr, dass man später zurückkommt? Und ja, also ich meine, es gab ja noch eine Menge, wir haben eben die Karte kurz gesehen, es gab noch einige Räume, die noch rot waren, ne, wo wir noch irgendwas machen können. Wir werden auch noch mal, denke ich, da aber jetzt kannst du nicht mehr zurückgehen, ne? Geht das nicht mehr? Erst nee, später wieder. Geht nicht mehr, tatsächlich. Ja. Geheimraum steht hier auch. Das existierte in der Form nicht bei Resident Evil 2. Nee, erinnere ich mich jetzt auch nicht dran. Okay, hier muss auch eine Stange rein. Sowas habe ich leider. Habe ich das? Nein. Aber ich guck mal kurz in die Kiste. Munition. Safe. Ein Hut. Mhm, das liegt da noch. Ein Schießpulver. Haben wir hier welches? Ja. Ja. Ich kombiniere mal auch, ne? Mhm. Ah. Aufräumen. Wir haben ein Heilspray, wir haben zweimal Kräuter. Was haben wir denn mit dem Juwel nicht gemacht, was man hätte machen können damit? Also wenn da noch so viel rot gewesen ist, würde ich mal hoffen, dass man wieder zurück kann und dass es jetzt nicht permanent ist. Wir können natürlich auch den Spielstand wieder laden, den letzten, und später hier runtergehen. Das hatten wir bekommen, als wir das Buch an die Statue gemacht haben. Genau, wo die Hand daraus, kombiniert, ne? Mit dem Plastikbuch und dann die Hand mit der Statue kombiniert. Da haben wir das rote Juwel schon benutzt irgendwo, ne? Ich glaube nicht. Sonst hätten wir das dann noch oder kann man es rausnehmen? Beim Original waren es doch irgendwie diese Löwenstatue mit den Augen. Ist das nicht oder denke ich wieder 1? An Teil 1? Das ist da, die sich dann so dreht, ne? Ja, genau. Das ist bei Teil 1. Das war Teil 1. Das war hier auf jeden Fall ja schon mal anders, als wir die Demo vom alten zweiten Teil gespielt haben. Da war ja auch dieses Schiebepuzzle mit den Statuen, die sich angucken. Das habe ich hier bisher noch gar nicht gesehen, ne? Stimmt. Da ist eine Tür. So,
runter. Wohin jetzt? Ja, erstmal runter, oder? Ja, gut. Ich höre zumindest nichts. Achso, ja, gute Idee. Untergrundtreppe. Okay. Also keine Items zumindest. Oh, aber hier schon. Da war rechts noch irgendwas, ne? Welche ist zu? Ja. Was ist das? Polymerpistole mit. Ah, nee. Was ist das? Ja, das, da liegt irgendwo. Das ist Waffen umzubauen. Ne? Da unten kann, ja. Ist irgendeine Aussparung oder so. Da muss kann man wahrscheinlich was reinstecken auch. Ich nehme an, das ist so die Marke. So eine typische das Polizeimarke. Ja, sieht wirklich aus wie so eine Polizeimarke. Stimmt. Granate. Aber die liegt dann einfach nur daneben. Die wichtigen Teile, die sind unter Verschluss. Vielleicht eben mit der Granate. Wohin mit der Granate? Könnte man sie nicht aufsprengen, ne? Aber das hat das Spiel nicht so, ne? So zerstörbare Umgebung oder sowas, das gibt's nach wie vor nicht. Nee. Das nicht. Das würde auch nicht passen. Nee, stimmt. Ich find's toll. Also, ich find's was immer toll, aber es würde nicht passen. What the? Dicke? Kein, nee, das kein Zombie schon mal. Das wird zu schnell. Im Zweifel Ada. Ach. In ihre Stöckelschuhe, meinst du, ne? Wieder oben klackern. Ich weiß gar nicht, ob sie die noch trägt. Aber wir sollen auch nicht mehr so viel über Zukünftiges reden. Weil wir vergessen, glaube ich, auch gerne, dass es Leute gibt, die das Original nicht kennen. Und wir müssen, glaube ich, aufhören, immer schon alles. Abgesehen davon sind ja hier auch ein paar Sachen tatsächlich aber auch anders, ne? Ja, aber nachdem die Dinge passiert sind, kann man ja gerne sagen, oh, das ist jetzt aber anders, als wir es gelernt haben. Finde ich auch gut. Aber Foreshadowing sollten wir... Oh Gott! Alter! Eieieiei. Jetzt schon! Jetzt ein Bossfight schon? Ich hab das mal gespielt, das ist ein kleiner Kampf. Ne? Ja. Okay. Jesus. Okay. Hier im Space Invader. Merk dir ruhig mal den Verlauf, denn du wirst ein bisschen im Kreis laufen müssen. Fand ich übrigens nicht so doll, als ich ihn angespielt habe. Diesen Kampf. Teil. Ja. Das habt ihr schon mal vor ein paar Monaten gespielt, ne? Ja, in der Gamescom. Ja, ich diesen Teil nicht. Wow. Benutzt doch mal die Handgranate zum Beispiel. Okay. Also musst du nicht. Jetzt dir überlassen. Wollen wir doch mal sehen. Warum nicht? Oh, er mutiert, wo ist oder? Was oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Moment, da ist er. Ah! Sag doch mal was. Ja, du machst das richtig. Warte einfach irgendwann, bis er um die Ecke kommt. Okay. Und? Immerhin. Wo ist denn da der Kopf? Ich wollte gerade sagen, der müsste jetzt bei ihm. Uiuiuiui. Das war knapp. Ist der Kopf jetzt der Punkt oder das, eher das Auge? Das Auge da, wahrscheinlich. Ne? Das Auge. Auge ist größer als Kopf. Okay. Wenn das Auge größer als der Kopf ist, dann ja. Oh, ja, aber, shit! Aber trifft man es wirklich, wenn es so geschlossen ist? Bist du zu nah dran? Oh, Gott. Mein Freund! Flashbang! Flashbang in dein ins Gesicht! In dein Gesicht! Oh Gott! Heil dich mal! Warte, einmal noch das Auge! Ja, so. Du hast getroffen! Orangefarbene okay. Spratze, gutes Zeichen. Orange Spratzi. Ich bin noch auf Warnung, ist noch gut. Okay. Zwei Schüsse. Ach, ich nehme Shotgun noch. Was ist denn, wenn die Munition jetzt hier ausgeht? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht mache ich erstmal mit der normalen weiter. Welche Richtung? Wo kommst du? Ja, warte mal, der kommt. Vielleicht ist er auch. Vielleicht hast du ihn schon getriggert. Meinst du? Und? Oh Gott, der kommt von oben gleich, oder? Nein. Nee, dass er abgehauen ist vielleicht. Ich höre ihn doch. Sag mal! Jetzt spann mich nicht auf die Folter! Da ist er! Schnell, ne? Da ist er. Oh Gott, jetzt andere. Komm schon, Gregor. Auge um Auge. Da ist er. Du bist sein Auge. Ja, nicht schlecht. Richtig gut. Ja, lass ihn. Auf. Nee. Aber jetzt vielleicht, oder? Immer noch nicht. Weil in der Regel schaltet es doch sofort auf eine Cutscene um. Dann. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Uiuiui, Karamba! Ich denke, wir kommen hier gleich, haben wir nur noch einen Baseballschläger, wenn es so weitergeht. Es gibt Baseballschläger? Nein, seinen Knüppel abnehmen. Hier ist noch ein bisschen, genau.
Gut. Bist du aber in der Sackgasse, glaube ich. Ja, ne? Bist du. Sehr schön. Aber. Ui! Wow, wow, wow. Okay, jetzt kann ich es, glaube ich, nehmen. Kannst du mal. Du kannst doch gleich mal versuchen, ob du vielleicht auf die Fässer oder so schießen kannst. Aber das hau erst mal ab. Ah, lieber okay, nicht. Aber hier eben war doch ein Fass. Oh, hängt da nicht Leon? Hier, diese gelben, ne, die meine ich. Vielleicht sind die. Ja, stehst du direkt daneben, ich weiß nicht. Aber es sieht so aus, als könnte man da drauf schießen. Oh Gott, mein Freund. Guten alten Fässer. Die guten alten Fässer. Von da, genau, wenn von hier. Ja, ja. Oh, ja, ja, okay, ja. Okay. Nein, shit, nichts passiert. Okay. Na, wobei. Ist meinst du nochmal? Ne? Schieß lieber auf ihn. Auge ist auf jeden Fall, ja. Ja, richtig gut. Jetzt. Auge ist ja, zu, Auge ist zu, Auge ist zu. Es sapscht auf jeden Fall. Wie viel hält er aus? Schon viel, was er aushält. Ah, Malaka! Oh, wow, wow, wow. Jetzt komm, renn. Ah, ich hab die Sachen nicht mal mitgenommen. Hol die nachher. Ich hol die nachher, ja. Okay. Oh Gott. Er hält schon viel aus. Er hält schon ganz schön viel aus, ja. Okay. Oh, Mann! Du hast doch gesagt, es ist ein kleiner Kampf. Naja, vielleicht habe ich ein bisschen besser. Nee, ich weiß auch nicht. Es ging nicht so. Okay, wir haben es. Okay. Da zuckt das Auge. Karamba, ey. Oh, es gibt Rückenschmerzen. Auch. My fight, Mann! Okay. Okay. Alter. Mit dem zweiten fliegt man besser. Da waren Items, da waren Items überall. Im Chat Bullet SpongeBob haben sie ihn genannt. Ey, das war jetzt, also es war schöner. Ich, vielleicht lag es an deiner Spielweise, aber es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich es selbst gespielt habe. Mhm. Weil da war es irgendwie so ein bisschen, kam auch nicht schneller auf einen zu. Es war langweilig. Du hast es gerade sehr spannend gemacht. Fand ich auch. Na, es kann ja gut sein, dass sie es. Du hast ja schon ein paar Monate, ist ja ein bisschen ein paar Monate her, wo du es gespielt bisschen hast. Verbessert. Ich glaube, da war noch was. War noch was? Ja, links. Da. Ja, tatsächlich. Gut. Ah, noch eine Grenade. Siehst du die Sachen doch auf der Karte auf, oder? Wenn du einmal dran vorbeigelaufen bist? Das ist ja jetzt eher auch blau. Also. Jetzt ist es aber blau geworden, ja. Okay, Treppe, haben wir gekommen. Das war der Durchgang. Das wo genau, da sind wir hergekommen. Sind, ne? Ah, und ein Krautchen. Alter. Bist du sicher, dass du alles gesammelt hast? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man da vielleicht noch mal guckt, aber okay, man sieht es ja zur Not. Oder? Also eventuell ist da was. Ich vertraue mal auf den, auf die Anzeige von der Karte. Das kann man, glaube ich. Hebel. Schrotmunition haben wir keine mehr jetzt, oder? Ja, wir haben zwei Schuss, glaube ich. Oh, immerhin. Also einen Licker, nee, einen halben Licker. Einen halben Licker, ja. Verdammt. Dann besser gar nicht auf Licker schießen. Wir müssen es bei den Lickern mal ausprobieren, wirklich, was in meinem Dokument stand, ob die einen nicht hören können, sehen können. Ich denke auch. Vorbeischleichen? Ich glaube, es hat funktioniert. Das eine Mal, als wir es kurz vor. Aber ich meine, Licker kommen halt meistens, indem sie direkt irgendwie vor dir runterfallen und dich sofort schlagen, halt immer mit so einem Überraschungseffekt. Deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich richtig gut ausprobieren Safe kann. Home. Oh, ach, Tasche. Oh, das geil. Lieb ich immer. Super. Okay. Möchte jemand weiterspielen? Wollen wir tauschen? Oh, kannst du auch nach der Werbung dann abgeben. Ja. Ist egal. Ja. Sei denn, Simon will schon. Jemand hat geschrieben, ich trigger die Leute, wenn ich Safe-Stände überschreibe. Ja, mich natürlich. Ja? Aber das kannst du jetzt noch nicht mehr gut machen, weil guck dir mal an, was da oben schon entstanden ist. Oh, mit die 1, 4, 6, 6. 8, 9. Oh. Wenn du jetzt, genau, wenn du jetzt auf der 9 speicherst. Oh, warte mal. Ich könnte hier jetzt speichern. Oh, das ist da hier eine 12. Komm, mach das. Ja, das, soll ich? Das, okay. Das, ihr werdet euch nur ärgern, wenn wir nochmal einen früheren Spielstand laden wollen. Ich mach das so gerne. Es ist so einfach. Okay, also, Arbeiterraum. Wahrscheinlich die Garage. Ja. Ja, ja, geil.
Uiuiui. Ich würde ja auch wieder sagen, sieht genauso aus, wie ich mich dran erinnere. Sieht natürlich aber komplett anders aus. Aber ja. Es trifft die Erinnerung tatsächlich sehr gut. Das war. Das macht so viel aus hier mit der Taschenlampe. Das ist ein geiles Feature. Das haben sie wirklich schön gemacht. Auch, dass man gleichzeitig leuchten und schießen kann. Ja, nicht diese Alone in the Dark Drama. Nicht Doom 3. Ja. Oh ja, Doom 3, oh Gott. Gab es vorher auch schon so viele Ausgänge hier aus der Garage? Nee, ich glaube, es war die Tür. Oben sind zwei, unten in der Ecke ist einer. Hier unten ist dicht. Also das oben ist neu, dass man noch durch das Rolltor irgendwann kann. Ja. Glaube ich zumindest. Was, warst du nicht da? Also ich weiß es auch da nicht. Ist mehr, der, so ist der, ach, durch so eine Seitentür eher. Der Polizeichef ist hier dann, oder? Mit dem Mädel. Ach, du meinst, wo wir. Ja. Naja, wir werden es sehen. Damn. Need a keycard. Uiuiui. Die Hunde sind immer so anstrengend, also so ein Evil. Ah! Hey. Who is that? Stay sharp. Yes. Damn. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Das ist schon nicht schlecht. You made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Okay. Ja, die gute Ada. Hey, I'm not done talking to you. Das war die Tür, die ich vorhin mir angeguckt habe. Genau, die ist jetzt offen. Ich kann, da die scheint auch eine. Offen und die ist zu. Ich lasse mal die Shotgun kurz, falls noch mehr Hunde kommen. Ein bisschen Angst immer dieses. Es war ja immer so ein präzises Schießen. Was war denn jetzt mit dem Automaten eigentlich? Achso, ich konnte ein Item reinpacken, aber ich hatte nichts Vernünftiges. Okay. Also ich kann hier Insert Cast. Ich dachte, weil die Cutscene eben automatisch kam. Okay, da hinten geht's rein. Ich folge Ada erstmal. Wäre jetzt mein Instinkt. Okay, die Jail Cells. Mhm. Ah. Boah, das ist ja ordentlich was, ne? Zwinger, Leichenhalle. Ah, ja, ja. Schießstand. Der Zwinger. Mhm. Schießstand, Leichenhalle. Und hier ist Pistolenmunition gleich. Hier ist eine Treppe. Habe ich noch eine Tür auf der Karte gerade? Ach so. Ja, hier, vorne. Die hier. Ich kann durch ihn durch, das heißt, der steht nicht mehr auf. Der steht nicht mehr auf, nein. Wenn er durchlässig ist, sollte es kein Problem sein. Oh ja, genau. Ah, ja. Hier ist jetzt dann. Ah ne, das geht jetzt alles auf, ja, wenn man durchläuft? Ich. Das ist eine Frage. Nicht dass ich wüsste. Ich stelle nur Vermutungen an, aber es. Stimmt, ja, das ist natürlich. Guck mal, wie sie dann so. Sei vorsichtig, wen du hier schießt. Ja, würde ich jetzt aber nicht machen. Oder genau, sollte man eigentlich sich sparen, oder? Komplett. Es sei denn mit dem Messer, aber dann wird stumpf. Ich will mal einen. Ach nein. Echt? Ja. Ich gehe die Tür noch gar nicht auf. Und Leichtgewicht. Oh ja, kann ich aufmachen? Items? Nein. Brauchst bestimmt irgendeinen Generalschlüssel dafür. Na gut, ich will jetzt die Munition. Es wäre ja Quatsch, wenn die Türen offen wären, weil die Zombies können ja hier auch Türen aufmachen, dann würden sie auch rauskommen. Ist da noch ein Kopf darin? Ja, ne? Alter. Ist mir ein bisschen zu wild, mein Freund. Boah, der sieht aber auch eklig aus. Heftig. Ach, schön. Heftig. Ja, der ist auch weg. Ja, der ist durch. Die Physik-Engine, das gefällt mir.
Wie der Arm, der am Treppengeländer hing, ne? Ein. Hier, er hat sich ein bisschen verhakt an den. Nice. Kann ich bei dir rein? Nein, also sind alle zu bisher. Wobei, es werden auch Items angezeigt, das ist ja rot, ne? Stimmt. Solche Spiele, die solche Jail Cells haben, ist dann meistens mal irgend so ein gutes Item, bei denen die gerade nicht benutzt werden. Ah, da ist der General Schlüssel. Gerade an das eine Resident Evil Revelations, da gibt es auch so einen Jail Cell Abschnitt. Stimmt, am Anfang. Erinnert, ja. Ist das nicht bei Teil 2 am Anfang? Ja, genau. Dass man aufwacht in der Gefängniszelle? Mit Tobey Maguire, ich meine mit Claire anfängst. Okay, ich jetzt auch nichts. Ah ja, da ist einer, ne? Ach, dich lass ich mal. Du jaulst nicht so sehr. Oh. Ah, da ist er. Hello? Hey. I don't believe it. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No. No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. Unless, of course, Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. Dreiviertel der Kippe weg. I'd have done the same thing to him, I guess. Obwohl da noch eine Weile sitzt. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out, or... Shit. Oh. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Who is that? Ich hasse so Sachen mit Augen, ey, das finde ich. It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Oh, alter Verwalter, okay. Ey. Da müssen wir drauf. Vorne ist noch, ist das auch eine Karte an der Wand oder ist es nur ein Zettel? Er wird ja normalerweise in der Zwischensequenz von William Birkin, von dem Monster, was wir gerade bekämpft haben, erledigt. Erinnerst du dich? Ja, klar. Weil er ist eigentlich, fühlt er sich da drin nämlich ganz sicher und will da gar nicht raus, weil er ja als einziger so ein bisschen gesichert ist. Würde ich auch denken, wenn ich in der Zelle sitzen würde, ist doch super. Lieber verhungern, als da draußen ums Überleben kämpfen. Ja, weiß ich auch nicht. Türschaltschrank ist, glaube ich, auch nicht so geil. Ist hier und ein Werkzeug. Aber Zombie daneben. Werden. Okay, Gregor versucht gerade das Let's Play sinnvoll weiterzuführen. Was hast du gesagt? Da ist ein Türschaltkreis irgendwo stand da. Ja. Du hast das Werkzeug der Vierkantigkeit. Ja, Türschaltschrank, okay. Das Vierkantwerkzeug. Das müssen wir reparieren, damit die Zelle aufgeht. Was ist das? Das ist eine quadratische Kurbel natürlich, geil. Die eine quadratische Halterung Dafür hatten wir auch schon was gefunden, glaube ich, im Haus, ne, um das zu benutzen. Kann gut sein, ja. Gefängnisschaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt, könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern, dürfte zu allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile. Okay, sagt Rast dreimal hintereinander. Die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Okay. Nachtrag, mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins der Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es mit. Ich meine, bitte ihn höflich drum. Okay, also, das heißt, Uhrenturm, wir müssen auf jeden Fall noch mal ins Haus zurück. Ja. Also in die Polizeistation. Weil der Uhrenturm war ja da. Ja, Transformatorraum ist hier, der eine. Und... Guck mal, und das gehört auch zur Polizeistation dazu. Ach so, hier der Hintergrund. Das ist also kein separater Bereich.
Uhrturm hier, zeigt er den an. Aber da waren wir auch bisher noch nicht. Im dritten Stockwerk, also naja, im Ja, aber du siehst ja schon, Stock, wie du da hinkommst. Ne? Das, was da, die Bibliothek, ist das, wo man diese Regale zusammenschieben muss. Genau, diese Tür, hier sind wir durchgebrochen. Hier ist die Tür, die offen ist. Und, aber von der Seite ist auch noch einiges mit einer Treppe. Ja, da kannst du ja rüberlaufen dann, auf der Ober... Dann kommen wir zu diesem ganzen Bereich hier, bei dem wir bisher noch nicht gewesen sind. Okay, ist hier noch was? Ja, achso, ja, das Schaltschrankteil. Irgendwas, was ich übersehen habe. Okay, aber der Transformatorraum ist ja gleich um die Ecke. Das heißt, da könntest du schon mal hingehen jetzt. Ja. Kurze Frage an die Regie. Wir haben nämlich keinen Timer für die Werbung. Ihr sagt Bescheid, sobald wir in die Werbung gehen sollen, ne? Wir spielen einfach die ganze Zeit weiter. Ansonsten dachte ich mir auch, spielen wir einfach weiter. Ist ja auch geil, maximale Spielzeit. Okay, was war offen jetzt? Die da hinten, ne? Ja. Okay, und den Parkausweis brauchen wir dann natürlich, um das Gatter aufzukriegen. Boah, ist aber dunkel. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Einiges an Türmöglichkeiten habe ich hier. Eine ganze Menge drei. Der also ich würde jetzt hier gleich geradeaus und dann links da erstmal reingehen Richtung Schießstand. Ja, das mache ich mal. Ich will jetzt nicht, warte mal, was war hier? Okay, die sieht sowieso schon verschlossen aus, wenn es da rot ist. Okay, da liegt einer. Da ist einer, ja genau. Meinst du, es gibt ein Achievement, wenn ich hier... Nein. Nein? Nein. Ich will auch... Okay. Nein, mach's nicht. Okay. Sonst werdet ihr mir alle wieder diese Kugeln neiden. Entsorgungsnotiz. Verbogener, unbrauchbarer Schlüssel. 7439. Mit dem man... aber noch per Tastendruck Türen im Kofferraum des Wagens öffnen kann. Den müssen wir uns holen. Ah, okay. Du hast den Schlüssel oder den Wagen? Beides, ne? Aus dem Wagen irgendwas Wichtiges. Ah, da ist er ja. Das ist er doch direkt. Ein abgenutzter Schlüssel. Ja, da kommen wir gleich wieder in die Garage. Ein Autoschlüssel da, der 7439. Ja, okay, aber du kannst, da stand, du kannst den Kofferraum noch aufmachen. Ja, kannst, genau. Tück, tück. Ja, okay. Da machen wir wieder zurückgehen dann. Dass wir nicht wegfahren können, ne? Da liegt's. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch die beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Ja. Also habe ich gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen. Aber das macht mich sehr traurig. Was sind das für Kinder hier? Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist total mega gefährlich. Also lasst es bitte schon bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon. Das klingt, wie, okay. Das klingt wie die Nachrichten, die die Produktionsabteilung hier mal rumschreibt. Ja. Bitte nicht mehr rumschießen während Dreharbeiten. Das ist total mega gefährlich. So von wegen das Dispo 800. Lass uns einen lustigen Satz noch dazu schreiben. Da sind wir schon. Ja, das ist der... Ja, hast du dir gemerkt, Peak, das ist wieder... Nee, Kreuz. Wie nennt sich das? Karo. Karo. Pik, Kreuz in die anderen Sachen. Karo-Tür. Okay. Der Kohlenkeller. Guck mal. Ach so. Da liegt... Ah, das ist eine von diesen Figuren. Das ist eine Raccoon-Figur. Zerschieße sie. Aber gibt es hier sonst noch was oder wächst du jetzt einfach nur die Zombies auf und es gibt hier gar nichts? Jetzt habe ich die Zombies da. Also es ist noch rot. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das auch für diese... mit der Karo-Tür... Ich glaube, da rechts ist Muni, oder? Da auf dem... Ja. Ah ja, ah, ja, da unten. Okay. Jetzt wachen die auf. Ja, aber dann läufst du weg. Ja, aber die kommen ja auch gerne mal nach, ne? Hast du denn alles jetzt? Ich denke auch, da muss doch jetzt langsam mal einer aufwachen. Das ist ja total Zombie-untypisch. Okay. Durch. Hier war auf jeden Fall auch noch rot, aber liegt wahrscheinlich hier an der verschlossenen Tür. Hier kommen wir gar nicht rüber. Nein, versperrt, ja. Dann müssen wir in den, in den Zwinger. Zum Zwingerklapp. Beim Zwinger ging es dann ja auch runter in die Kanalisation. Das heißt, da ist ja der nächste Weg. Ich höre es jaulen, oder? Mhm. Geh doch mal stark davon aus, dass der Zwinger schon mal auf war, irgendwann. Das glaube ich auch. Okay. Irgendwo muss ja der Hund eben auch in die Garage gekommen sein. Hochwertiges Schießpulver. Da
waren wir hier? Das war schon alles? Ja. Ah, Mann, willst du den nicht? Boah. Okay. Oh Mann, der schluckt viel zu viel! Naja, gut, aber wir haben sie. Ist leider echt gefunden, klar, ne? Dass das aufgeht. Nee, hier lieber auf Nummer sicher gehen. Tut mir leid. Ja, ihr habt ja recht, aber es tut mir in der Seele weh, aber ihm auch. Wegen den Hunden oder der Munition? Der Munition wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ich habe gerade überlegt, aber Zombiehunde sind nur sie. Ja, mag niemand. Zombiehunde sind schon tot. Zombiehunde. Aber hättest du die nicht echt messern können jetzt? Ich habe kein Messer. Wir haben keins mehr, ne? Ja, außerdem gehen die wahrscheinlich, geht das Messer schnell kaputt. Also. Ja. Mit dem Autoschlüssel. Ich hätte mit dem Autoschlüssel hätte ich so machen können die ganze Zeit. Die anderen scheinen leer zu sein. Na, die andere Seite ist auch noch. Oder klippert nichts. Also ich höre zu. Ist da nicht? Nee, es geht runter schon. Da unten ist so, es da, ja. Aber da sind bestimmt auch noch welche. Ebene. Hier rechts? Nee. Ich hier Items auf jeden Fall nicht mehr. Und guck mal hier unten, eine Doggo-Tür, damit du dir überhaupt nicht sicher sein kannst. Damit die Hunde dir auch der kommen können, wahrscheinlich. Ja, Hunde können keine Türen öffnen, aber Doggo-Türen. Da war eine Tür, ne? Ich guck gleich. Was ist denn hier? Ah. Map. Kugeltime. Kurbeltime, best time, Kurbeltime. Kurbeltime des Jahres. Ah, okay. Kurbeltime. Okay, aber. Ah, Transformatorraum, da sollen wir hin, aber Leichenhalle waren wir noch nicht, ne? Oder ist die zu? Oh, oh, das ist ja der Klassiker. Oh. Autopsiebericht 53477. Name des Verstorbenen Justin Hansen, männlich weiß 39 Jahre alt, vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden, Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt, sollte bald nachlassen, wahrscheinlich nach Erlöschung des Lichts gestorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Gegen die Hände zusammengekrallt. Mhm. Was könnte er da wohl haben? Ach so. Er klaute, unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose. Okay, wir haben es verstanden. Irgendjemand hat was in seiner Hand hier? Etwas Wichtiges. Okay. Okay, ich kann es wieder zuschieben. Geht nicht weiter auf, oder was? Ich kann sagen, wie soll denn da jemand reinpassen? Nee, geht oder? Nicht weiter auf. Vielleicht ist ein bisschen flach. Noch, alle Gags, die sich anbieten. Ah, guck mal, aber es klappt hier so. Warum packt jemand denn eine rote Pflanze da rein? Die ist tot. Ja. Yeah. Okay. Hallo? Achso, da. Ekelhaft. Das sind ja hier die aus. Lass wieder zu. Lass wieder zu. Das sind die Viecher aus Code Veronica. Weißt du noch, die immer an der Wand? Ja, stimmt. Nope. Sicher? Warum geht das denn nicht auf? Du kannst also, wenn da anscheinend nichts drin ist, kannst du es nur bis zu einer bestimmten Stelle aufmachen. Hier auch nicht. Ja, gut. Aber hier. Oh oh. Das ist er. Oh. Der Kleptomane. Da liegt nur Dings. Oh, er hat sich bewegt. Er sieht aber nicht aus wie ein Kleptomane, wenn ich ehrlich bin. Ein Flashbang. Er sieht nicht aus wie geil. Ein Zivilist. Verschieb ihn wieder rein. Ich mach mal wieder zu. Ich hab ein bisschen Angst, dass meine Items jetzt voll sind. Kann ich was kombinieren? War das Item? Was meint ihr? Scheint ja gewesen zu sein. Ja, ach, warte mal, ich kann die Shotgun nachladen. Oder? Wenn das Moment. Ja, ist recht. Dann wir sind ja noch ein paar weitere. Die ist schon voll. Die ist schon voll? Ja. Oh. Ja, wenn jetzt hier noch ein Item drin ist, wo waren die? Die war hier, die Kiste, ne? Ja, schauen wir doch erstmal, oder? Ist eigentlich schade, was mir gerade auffällt, wo du das mit der Shotgun sagst, dass man hier nicht mehr wie bei Resident Evil 4 die Waffen so tunen kann. Dass man meinst du denn? Mehr also, Munition oder sowas tragen kann. Ja, aber das Tuning-Kit haben wir doch vorhin gesehen. Ja, du hast nur nicht mehr klassisch dann den, what are you buying? What are you selling? Vielleicht haben wir den noch nicht gesehen. Oh, in welche Richtung? Stimmt, sowas nicht. Aber wir, zum Beispiel um die Pistole, wahrscheinlich ist sie dann auch, hat diesen Dreierschuss und vielleicht verlängertes Magazin. Diese Möglichkeit gibt es ja weiterhin. Aber wo läufst du denn eigentlich gerade hin, Gregor? Zur Kiste. Zur Kiste zurück, ja, weil wir jetzt keinen Platz mehr haben. Und, aber dann benutzt doch hier den Autoschlüssel erstmal. Okay. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine gute Idee, dann haben wir den schon mal weg. Geil. Ah. Und da ist jetzt nämlich geiler... Ein Hund. Das wäre lustig. Ja! Ach, das ein gutes lustig. Stück für die Schrotflinte. Gewerkschaft Matilda.
Ihr Inventar ist voll. Nee, fürs Gewehr, ja doch. Vielleicht kannst du es direkt kombinieren. Kann ich's? Weiß ich nicht, ist eine Frage. Nee, das steht hier. Aber das ist voll. Doch auch für das Gewehr und nicht für die Pistole. Okay, das Nein, das steht schade. Mathilda und Mathilda ist mit die... Mit der die Waffe 3 Die kleine war das. Ich nehm's zurück, aber warum? Achso. Ich dachte, weil da Gewerkschaft steht. Ja, ne? Das ist von der Gewerkschaft, das hieß es ja. Wahrscheinlich. Der Gewerkschaft von der Gewerkschaft. Von der Gewerkschaft, Gewerkschaft. Ja, eigentlich haben die vorher Gewehrschäfte hergestellt und dann hat sich jemand verschrieben, leider. Hat sich denn jetzt die Schlüssel nicht aufgelöst einfach? Der ist... Den hättest du doch eigentlich wegwerfen können. Den hätte ich wegwerfen können, ne? Ja, aber ja, er hat doch okay. So ein rotes... Guck mal, hier unten gibt's auch keine Fenster. Das Brett kannst du auch da lassen. Ja... Erstmal, ja. Mal, ihr wart dafür, solche Sachen, wo ein Häkchen ist, wegzuschmeißen, ne? Natürlich. Ja, ich finde schon. Könntest es gerne voten lassen, aber das möchte ich, glaube ich, ersparen, Gregor. Wir müssen aber schon dran denken, nachher nochmal die Bretter wieder mitzunehmen, weil ich glaube, okay. Die kommen, die füllen sich. Das Haus wird gefüllt mit frischen Zombies, ich wenn wir weg sind. Ich riskiere jetzt mal kurz was. Den Crank haben wir gerade benutzt, aber da ist noch kein Häkchen dran. Aber ich würde mal riskieren, dass ich den auch mal in die Kiste packe. Ja, fürs Erste? Den brauchen wir, ich glaube, eher im Haus dann nochmal. So. Ja, wir haben ja auch schon Orte gefunden im Haus. Ja. Da war doch, war da nicht ein so ein komisches Rolltor, auch wo man eine Kurbel hätte reinstecken müssen? Es gab zumindest diese Öffnung. Die nimmst du jetzt aber nicht mit, oder? Nee, ich wollte es aber schon mal kombiniert haben. So, wir haben zweimal Schießpulver. Das können wir natürlich auch schon mal kombinieren. Du kannst jetzt hochwertig auch aufheben. Ne? Man könnte wahrscheinlich mit zweimal hochwertigem könnte man Magnum später machen. Schätze ist das mal so? Nein, das ist nur so getippt. Also ich glaube, wir hatten so ein Erklärungsdokument dazu gefunden. Der Kleine und der Weiße haben Shotgun-Muni ergeben. Das ist ja schon mal nett. Das ist doch schön, 5 Schuss. Okay. Aber die Granaten kannst du zurückwerfen. Echt, brauchen wir die jetzt? Zurückwerfen? Heb die doch auf, her, zurücklegen, oder? Na gut, eine würde ich gerne behalten. Die andere würde ich behalten. Kreuz und quer. Ich mag das. So, also, was wollen wir noch mal? Ach ja, Leichenhalle auf der anderen Seite, ne? Jetzt haben wir genug Item-Slots. Ein Glück, dass wir die Tasche gefunden haben, ne? Sonst wäre das wieder so eine Sisyphusarbeit. Wenn ich die alten Teile nochmal einlege, das ist so mein größter Feind, das Item-Management. Ja. Ne? Vor allem im ersten Teil mit Chris, wie viel sind das? 6 Plätze? Slots, ja. Plus die Ribbons, ne? Die auch ja nochmal dann, wenn du nicht aufpasst. Und wenn man sich zusammenklumpt und nicht mehr trennen kann, das ist immer das Schlimmste, wenn du dann irgendwie einen hast mit 20 Ribbons und du musst den immer mitschleppen und zurückbringen. Auch da muss ich sagen, Teil 4 hatte mit dem am Anfang schon relativ großen Koffer dieses Problem nicht so doll. Und dann konntest du den auch nochmal vergrößern später. Ja. Wir müssen echt, wenn wir das hier irgendwann mal abgeschlossen haben, dann spielen wir nochmal Resident Evil 4. Ich habe eigentlich mittlerweile wirklich Bock. Ich habe angefangen, ich wollte gerne... Das ich habe gewartet auf euch. Ja, jetzt habe ich eine Version schon angefangen, aber die können wir... Ich glaube, es war PC. Ich habe die schon 1000 Mal gespielt, das können wir auch gerne weiterspielen. Ich auch. Wir können da einfach weitermachen, wo ich weitergespielt habe, genau. Okay. Wie weit warst du denn? Ich war nur die, wo die Hängebrücken kommen. Also na, wo zum ersten Mal der Verkäufer kommt, den Level habe ich noch gemacht. Okay, Rainer. Bei dem Golem. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Also, damit ist jetzt endlich beschlossen. Wir machen nochmal Resident Evil 4. Nö. Den machst du zu. Den lass ich drin. Aber vielleicht ist es der mit dem geilen Item. Ich gucke erstmal die anderen nach. Das war's nicht. Hier fehlt einer. Oh. Ah, zuckt nicht. Oh, nur wieder zurück. Nein. Wo ist denn da der Arm? Ja. Da. Ah! Ja! Ah. Okay. Geiles Quest-Item. Oh, hier liegt aber alles sehr dicht so beieinander. Achtung! Okay. Ah! Okay. Weg, abhauen! Hast du alles? Ja. Okay, einfach weg. Oh oh. Hä, wo kommt er denn jetzt her? Ja gut, der eine Granate? Der kriegt eine Granate. Das will ich jetzt sehen. Okay. Oh. Geh doch hin, guck hin! Ja. Oh. Okay. Hast du jetzt nochmal draufgeschossen? Oder? Nee, ich habe es gerade von alleine passiert. Ich wollte drauf schießen, aber dann ist er mir zuvor gekommen. Okay, also. Alles gut. War doch schön. Wir haben jetzt 2 Optionen. Ja, Transformatorraum oder den Karo-Raum. Für den Karo-Raum müsste ich noch mal jetzt einmal komplett drumherum laufen, ne? Lass uns doch den Transformator mitnehmen. Aber ich glaube, oben kommen jetzt wahrscheinlich zurück. Der kommt. Oh, die kommen jetzt in den Gang irgendwann. Ach ja. Ist doch egal. Du hast übrigens, Chat, keine Panik, wir haben dran gedacht. Denkt ans Auto, denkt an den Gewerkschaft von Gewerkschaft. Oh, ja. Ach ja, ich hab ihn ganz vergessen. Oh, shit. Auch. Ja, stimmt. Der Gewerkschaft. Hab ich mitgenommen. Okay, also. Hier rechts war was. Irgendwas. Da war was. Schießpulver. Geil, ey. Du Item-Magnet.
Immer wenn du spielst, gibt's mehr Items. Mal untersuchen, damit ich weiß, was wir haben. Okay. Verpacktes Elektronikteil. Aha. Cube Conductor. Was kann man denn damit anfangen? Naja, das ach, ist die, diese Ding, ist Schaltkasten ja. Drüben hier unten. Ja, ja. Kleines Elektronikteil. Okay, das eins haben wir schon mal. Schaltschrankteil, also eins, was wir brauchen. Ja, so sieht es aus. Noch mehr Items, ja. Oh, das macht mir Angst hier. Der Typ kommt mir bestimmt gleich auch nochmal hinterher. Was ist das für ein komischer Effekt manchmal so? Zum Beispiel wie auf diesen Pfützen, wenn man noch weiter weg ist, so dass die Oberfläche sich dann so... was jetzt auch da zum Beispiel ist. Das sieht irgendwie seltsam aus. Diese Reflexionen auf der Oberfläche. Okay. Das ist wahrscheinlich einfach eine Nebenwirkung der Lichtengine. Ah, meine Lieblingsrätsel. Okay. Oh, okay, ja, das ist ja echt der Klassiker. Die haben sich auch nie Mühe gegeben, oder? Ich mag nie? Sowas gerne. Ja, aber komm, da kannst du doch wirklich nicht nochmal dasselbe Rätsel. Die haben dasselbe Rätsel. Nicht schlimm. Ach, aber dann kannst du auch gar kein Rätsel nehmen. Ja, Gregor behandelt es auch, als wäre es gar kein Rätsel. Ja, guck, da wird mir nicht mal nachgedacht. Ja, das geht direkt aus dem Rückenmark, kam die Lösung. Irgendwann passt das schon. Hier ist aber noch ein Reise. Ach, ah. Nee. Und? Hund? Vorsicht, Gregor! Zweimal daneben. Der kommt jetzt hier hin. Oh nein, die Tür. Überwarten? Da ist er hinter dir, oder? Ja, ja. Da, oh, okay. Oh, Sackgasse! Das war aber das Item, was noch war. Hammer. Aua! Der kommt natürlich hinterher. Okay, oben ist zu, das heißt, du musst wieder durch den Zwinger zurück. Durch den Zwinger, okay. Und läufst bis zum Karo-Raum jetzt durch. So, Zickzack-Linien laufen, wenn er mir hinterher ist. Das Spiel! Ah! Komm vorbei, mein Freund! Zwinger, Zwingerclub! Raus, da kommen dürfen Hunde Zwinger. Nicht rein. Oh, wow. Deswegen waren die Hunde Türen, nur deswegen. Zickzack! Oh, sehr gut, komm. Okay. Ich habe ja schon 4 gezählt. Tiefgarage, ja? Nee. Das Waffenteil liegt. Der Schießstand. Das holen wir danach dann. Nee. Okay. Doch, zum Schießstand zuerst. Okay, ja? Also eine rechts und noch sicher? Eine rechts und dann eine links. Bist du sicher, dass wir da hoch müssen zum Schießstand? Aber guck mal, da ist ja, der Karo-Tür. Die Karo. Ist das eine Karo-Tür? Ja, ja, ja. Ah, ja, da ich die andere jetzt Tür. Wieso ist die jetzt auf? Ja, ist dann nur so. Weil die, ich habe die. Ach nee, wir haben den Strom angemacht im Transformator. Ah, ja, okay. Okay, dann. Ist doch gut. Ja, von mir aus hol das Waffenteil. Ich hol das Waffenteil zuerst. Ah, okay. Zicki-zacki, Hühnerkacki. Komm her. Ah, mein Freund. Oh, gedrungen. Ah, das ist, das ist der Wagen. Links. Ah, oh. Okay. Genau, aber warum nicht direkt schon kombinieren? Perfekt. Jetzt verbrauchst du Matilda. Oh, hat jetzt doppelt Slots. Was ist denn jetzt? Mit 24 Schuss. Haben da auch schon 24 reingepasst? Vorhin? Nee, das ist, glaube ich, neu. Okay. Genau, halte ich gar nicht mit Schießen auf. Freund. Auch wenn ich einer grab, einfach abhauen. Geradeaus. Wir müssen so noch voll oft da wieder jetzt durch jetzt. Also meint ihr, das ist schlau? Erstmal warten, komm. Ja, lauf da hin lang. Voll oft, vielleicht noch ein, zweimal. Oh Gott, da stehen die auch. Oh, okay, jetzt ist langsam ist aber alles. Da ist noch eine Tür dazwischen. Oh Gott. Was gibt's denn jetzt hier? Ist doch gut. Okay, das ist. Okay, ein Film. Oh, noch ein Film. Okay, alles geholt. Oh Gott. Wie kennt das aber, oh bevor du rausgehst? Oh Gott. Ah, nein! Ei. Was ist denn hier mit Officer Langhaar? Was denn? Komm, ich hab genug davon! Du bist nicht zufrieden, oder? Weil er gerade einen Schuss verballert hat. Ein Schuss. Okay, zum. Lass mich durch! Oh, da war irgendwas, Oh Gott, wo bin ich hier? Du machst alles richtig. Halt euch rechts rum jetzt. Oh Gott. Gut, dass da jetzt Bewerbung ist. Also, okay, warte mal. Lass mich. Ich gehe die Treppe da hoch. Oh Gott. So, oh Gott. Alles gut, du hast es gut gemacht, Gregor. Aber die Musik hat aufgehört. Energie gespart. Ja, aber die Tür zu ist vorne. Okay. Oh, Glück gehabt, ey.
Okay, wir haben einen signifikanten Garagenteil schon weggespielt, gar nicht schlecht. Und wir sind im Haus gelandet hinten. Ah, echt gute Erfolge. Raum. Gute Erfolge gefeiert. Ja, die Items sind super, super Stichwort. Ja, denn wir machen jetzt auch eine Pause. Währenddessen sammeln wir alles ein und gucken uns den Kram an und speichern. Ich ab und ich gebe dann gleich weiter. Genau, und danach spielt jemand anders weiter. Und wie lange haben wir noch? 2 Stunden? Oh. Eine Stunde? Wie spät haben wir denn? Wir haben 8, 9. Oh, das heißt 10, 11, 2 Stunden Zeit. Also ich kann noch eine Stunde, du kannst noch eine Stunde spielen. Alles geil. Cool. Bis dann. Bis gleich. Das sind wir nicht gegessen. Wir sind wieder zurück hier und es geht direkt ins Spiel. Geht einfach direkt mal, springt in mein Menü, lasst euch einsortieren und dann sagen wir euch direkt, wo es weitergeht. Ich brauche keine Kräuter, sowas brauche ich nicht, so ein Quatsch. Schlüssel nehmen wir mit, oder? Ja, so, ja, brauchen wir. Was du aber auch mitnehmen kannst hier, ich habe den Crank ja reingetan. Ich komme gleich nochmal dazu. Soll ich das hier drücken? Mach mal. Das ist nur Licht, okay. Ein Blaukraut. So, wir gehen gleich nochmal an die Kiste, dann kannst du mir alles sagen. Noch ein Film? Nein, hochwertiges Schießpulver. Du könntest nochmal den Film nochmal angucken, da steht immer außen auf den Klebchen drauf, wofür das ist. Das ist, ja, machen wir gleich. Haben wir schon mal einen entwickelt? Ja, ne? Schon. Einmal haben wir einen entwickelt. Was war da drauf? Magnum-Munition von der. Da ist so ein Crash Bandicoot. Mr. Raccoon meine ich. Da war das Bild von der Statue drauf mit dem Zepter und dem Buch. Mhm. Die sollst du, glaube ich, wahrscheinlich am besten behalten, wenn die hier schon da ist, ne? Zum Einsetzen bald. Ja, wobei, Moment. Könntest du ja noch mal Dings herstellen, Shotgun-Muni, ne? Na, ich würde gerne mal warten. Ich würde gerne mal andere Sachen kombinieren, weil wir sonst haben wir am Ende nichts mehr. Die Mag-Munition brauche ich nicht. Wir haben ja noch keine. Blaues Kraut brauche ich nicht. Das behalten wir. Elektroteil behalte ich erstmal. Pack jetzt mal die Kiste. Guck doch mal an, wofür das ist, oder? Behalt's doch erstmal, wenn du es jetzt gleich bekommen hast und so viele Slots hast. Ah, mein, das ist doch für später. Hier steht doch auch für den Pausenraum. Break Room, Hallway. Shorter. Guck doch mal auf der Karte, ob wir da in der Nähe sind. Oder? Ja, Pausenraumflur, Sicherheitstür. Pausenraumflur, das ist doch das hier, ist der oder? Flur, wo wir jetzt und die Sicherheitstür gehen. Ist das hier? Ja. Das ist der Raum da unten. Also behalten wir die. Ja. Ja. Du wolltest noch was aus der Kiste Du wolltest den Film noch mal angucken, was da drauf steht. Und die quadratische Kurbel hätte ich noch mitgenommen, einfach zur Sicherheit. Aber mach, wie du meinst. Ja. Nein, ich glaube, alles die Sachen, die wir gefunden haben, kann man im Haus ja noch benutzen. Jetzt. Ich habe einfach gerne. Soll ich dann die Holzbretter auch mitnehmen? Nimm meins mit. Ja, komm. Haben wir noch? Na gut. Oh. Warum die falsche Bescheidenheit? Jetzt habe ich alles wieder raus, was ich rein und sogar noch mehr, aber ist nicht schlimm. Jetzt gucke ich mir noch mal schnell diesen Film an. Das ist wie mit Kindern einkaufen gehen, ne? Ja. Wir brauchen nur Haushaltstücher. 3F Locker, ein nicht entwickelter Film. Spind in 3F, da das ist der Spind, wo wir vorhin dran vorbeigelaufen sind. Wo ich noch mal Cap probiert habe und es nicht geklappt hat. Ne? Ach, du spinnst doch, Fabian. Den Gag habe ich von Subnautica recycelt, wo ich an meinem 34. Spind baue. Also. Was macht man denn mit den Spinden? Da packst du Sachen rein. Kannst du wieder rausnehmen und kannst du wieder reintun. Da, Fenster. Classic Spind. Oh ja. Gut gemacht. Tja. Ich mag das, wie das so trocken einfach passiert, so ploppt, dass da keine Animation und nichts für auch benutzt wurde, um das da dran zu nageln. Wir haben nur eins. Okay, 2. Hast du noch eine Granate? Ja. L1 und dann R2, wenn die equipped ist. Ach nee, die Flashbang haben wir in der Kiste gelassen, ne? Ja, aber die will ich gar nicht jetzt benutzen. Nee, aber du auch nicht. Nutzt doch mal die dann hier. Mann, ich bin gar nicht so richtig drin. Soll ich Knie oder Kopf? Was meinst du? Wie du meinst. Ich versuche mal beide zu kriegen. Nee, das hat nicht gut geklappt. Jetzt kannst du mehrere Schüsse auf einmal verballern damit, ne? Ach, deswegen hast du so komisch eben geschossen und. Wenn du gedrückt hältst, anscheinend, oder? Shit. Ich habe einen verballert. Ist nicht schlimm. Okay, das reicht. War der tot oder hätte ich den zweiten mir sparen sollen? Ja, ich weiß nicht, wann die. Also, die machen ja nicht mehr diese Blutlache klassisch, ne? Ich weiß also nicht, ob die. Guck mal, der zuckt noch. Nee, das ist Polygonzucker. Einfach nur zu. Oh, was. Also, der macht eine Geste mit dem Arm, die ist, glaube ich, nicht erlaubt in Deutschland. Da ist ja noch einer. Warum habe ich die Lampe jetzt nicht? Ich sehe gar nicht. Weil es hell anscheinend hier sein soll. Benutzt doch. Da kommt das Ding rein, ne? Ja. Schrotflinte oder Pistole? Ah. Nee, Pistole. Nein! Okay, warte mal. Du wolltest das Messer? Du hast das Messer benutzt, ich habe kein Messer. Ne? Okay, reicht, oder? Das hat Kopf ist, glaube ich, geplatzt. Ah,
Da steckt, perfekt, da steckt ja was in der Wand. Wo? Oh ja. Ein Messer! Ja, sehr gut. Wo kam der denn her? War gar nicht tot! Der war doch. Der war nix der tot! Und da liegt der andere halbe! Oh. Mann, das ärgert mich jetzt. Das war doch echt. Ich bin doch durch den durchgelaufen. Der hat dich verarxt. Der halbe, das ist der von Dings. Das ist der, Anfang, der ne? Johnny Gedärmi, ja, genau. Okay, Johnny Gedärmi. So habe ich ihn genannt. Okay, jetzt. Der Chat sagt es schon, ist nur ein Kratzer. Aber warte mal, da liegt er noch, guck mal, und der krault jetzt, ne? Oh, wie? Oh, ist das schön. Ich meine, das ist traurig. Willst du ihn erlösen? Das ist echt fies. Okay, reicht vielleicht, oder? Nee. Schnell noch zweimal. Stirb doch endlich! Vielleicht will er nur an dem Schrank hochklettern, damit er auch was sehen kann. Okay, jetzt? Wann stirbt er? Jetzt hast du ihn. Ja. Da ist ein bisschen Gehirn rausgeschlattert. Es tut mir auch leid. Hinter dir! Wo kommt die Eber her? Ich hab's doch schon gehört. Boah, krass, wie viel Energie das abzieht. Einmal von hinten gebissen werden. Du hast nichts zum Heilen. Hast du keinen Highlighter mitgenommen? Ich dachte, ich brauch's nicht. Ja, natürlich dachtest du das. Darf ich eine Schrotflinte benutzen? Ja, das ist ja unsere Schrotflinte. Der ist ja immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Wenn er dich damit beißen würde. Du hast schon gesehen, dass der am Boden da auch noch krabbelt. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Sag mal. Alter, ey. Wo kam der denn jetzt her? War das auch einer von denen, der da lag? Da ist ja immer noch jemand. Geh ich direkt wieder zurück. Zum Glück haben wir wirklich viele Kräuter und wir können sogar noch mal ein grün-rot-blaues mischen mit den Sachen, die wir da haben. Ja, okay. Film kannst du drin lassen. Da haben wir ja eh eine Kiste direkt neben dem Entwicklerraum. Stimmt. Wow, das war echt hart. Das zeigt nur, dass meine Taktik schreien und im Zickzack laufen. Das mit den Hunden hast du im Nachhinein echt gut gemacht. Zumindest du hast das super gemacht. Bis wir halt wieder da runter müssen. Ja, bis wir wieder runter müssen, dann ist das euer Problem. Aber ich hab's gut gemacht bis dahin. So. Ist jetzt wirklich nur noch. Okay, ich lass ihn jetzt. Oder soll ich ihm nochmal mit dem Messer? Jetzt ist nur noch der Krabbeltyp da. Ich will vielleicht erst mal gucken, bevor du zur Tür rausgehst, dass wir einen leichten Gameplay. Lass ihn da in der Ecke. Lass ihn. Ja, ja, ich würde ihn auch. Ignore. Ach, komm, ein, ne? Okay, das war's. Okay, aber. Warte, er muss tot sein. Immer noch nicht. Alter! Was? Er hatte mir geholfen. Das halbe Messer schon wieder verbraucht. Okay, jetzt. Dass das nichts bringt, finde ich traurig. Doch, jetzt hoffe ich mal. Kannst du auf die Karte mal schauen? Einfach, also, da haben wir schon alles geholt. Wir können die nächste draußen an mir. Ganz an dem Flur muss aber noch irgendwas sein, ne? Da ist noch rot. Ach ja, im Flur, genau. Ah, guck mal, wir haben Shotgun-Muni übersehen. Siehst du das? An der Treppe, wo wir hochgeklettert sind. Die anderen hast du ja zum Glück jetzt alle tot gemacht. Alter. Und genau das richtige Fenster zugemacht, ne? Glück gehabt, ja. Hier vielleicht? Ja. Hatte ich gar nicht gesehen. Hat er nachgeladen? Hat er schon, okay. Ja. Alter, ey. Zum Glück ist der nicht smart genug, um zum anderen Fenster zu. Ich brauche ganz klare Anzeigen wie eine Blutlache und dann. Das stimmt. Oh Gott. Hier waren wir ja schon. Wir haben das erste Mal richtig Ärger bekommen. Genau, durch das Büro durch kannst du ja wieder. Ich glaube, hier leben auch noch welche. Ja, ja, geh lieber durch das Büro, glaube ich. Okay, hier haben wir alles. Ich trau mich nicht mehr! Wo lang? Pass auf, hier, ja, im Büro sind auch bestimmt ein bisschen welche. Lauf durch. Und halt dich gleich ein bisschen links. Dann müsstest du musst links rum. Links, das andere links. Das ist wie Autofahren mit meiner Mama. Wo soll ich abbiegen? Da! Oh, Marvin. Jetzt muss ich an Marvin denken. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, das sieht auch noch gut aus. Oh, nee. Okay, sieht nicht mehr so gut aus. Marvin. Oh nein. Oh no. Ach, lass ihn einfach, oder? Ja, oder? Vielleicht gibt es hier eine Heilung. Ja. Oh shit. Wir haben gelernt, wie man 27 Meter sicher heilt. Ja, aber die Halle ist riesengroß. Ich meine, an ihm kannst du immer vorbeilaufen. Okay. Ja, nicht, dass du jetzt in einen Zombie reinläufst, der jetzt auch hier vielleicht da ist. Das stimmt. Ihr macht mir aber auch eine Angst die ganze Zeit.
Wollen wir mal checken, was wir jetzt alles machen können? Warte, du meintest, Fabian, wir hatten mit dem Crank noch irgendwas, was wir machen können, ne? Ja, guck doch mal die Wagenheber hier beim Wagen. Nee. Nee, das passt da, glaube ich, nicht. PC auch nicht. Ah, und da ist ein Karo. Da unten ist das Karo-Ding. Du kannst in die Wäschekammer rein. Da gehen wir gleich hin, ja. Die Wäschekammer. Durch die Bibliothek, genau, in den Aufenthaltsraum. Durch die Bibliothek durch. Hier, Kurbel. Da ist die Kurbel auf der Ostseite. Ja, kannst dich entscheiden. Ist doch die oder ja. Wir können, wollen wir den Chat voten lassen? Was wir machen? Das fände ich sehr gut. Ja, ist das möglich, Regie? Dann Ausrufezeichen Marvin tot. Ausrufezeichen Marvin gut. Ich dachte, wir lassen voten, ob wir zu der Karotür gehen oder die Kurbel da hinten benutzen. Nein, ob wir Marvin erlösen oder nicht. Das werden wir schön ermitteln. Wenn das funktioniert, wäre der Regie. Hier. Also, Ausrufezeichen Marvin mit einem V tot. Ist das eine? Wartet, Leute, das ist die jetzt mal ein Pro-Life-Diskussion jetzt hier. Und Ausrufezeichen Marvin gut. Wie der gute Junge. Gut ist das Gegenteil von tot für dich. Ja, Marvin geht's tot, Marvin geht's gut. Das sind meine. Das hatten wir schon mal gemacht. Der tragbare Tresor, ja. Den klicken wir uns gleich mal an. Nein. Ich sehe sehr wenig Marvin gut. Der arme Marvin, er hat uns nur geholfen. Okay. Ob es sowas in echt gibt, so Dinger? Dirk. Irgendwo muss die Idee ja herkommen, ne? Dirk. Nee. Dirk, Dirk. 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 Nee. Dirk, Dirk. 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 Dirk, Dirk. Dirk. Moment, jetzt bin ich raus. Die ersten, die das erste, war doch richtig. 1, 2 und 3 sind hintereinander jetzt rechts und dann darunter links. Und eigentlich ist 4 das erste. Ja. Also das, 4 ist das erste. Mhm. Also. Okay, und jetzt? Welchen würde jetzt? Jetzt wie viel? Den hatten wir schon, glaube ich. Links ich den. Oben? Links oben? Ah, also 4, 1, 2, 3, 8. Entschuldigung, ja. So. Und dann der? Und dritten? Nee. Ich bin gerade wieder rausgekommen. So. Moment, ihr sagt, der war der erste. Nee, der vierte, also der zweite in der rechten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voll. Aber dann 3? Muss es eigentlich 3 sein. Nein. Das sicher, dass es dann der war? Nee, nicht der. Nee. Das andere 3. Wir haben glaube ich, andere Vorstellungen jeder, wie was die davon? Ihr sagt hier 4. Was ist dann der 4? 4 ist doch dann das. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für mich jetzt. Ja, für mich auch. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So denkt doch kein Mensch. Okay, also. Jetzt 3. Dann 8. Und danach weiß es keiner. Ja, genau. Ich würde 6 sagen. Also den. Ja. Ja! Okay, jetzt wird's spannend. Okay. Ich würde unten sagen, also es ist wahrscheinlich richtig. Was gibt's jetzt? Ach, wieder Oh, jetzt den kannst du aber, ja, noch mehr Sachen unten auslösen. Ne? Das können wir alle. Gibt's hier noch was? Hier, jetzt. Ich du kannst nicht auf die Karte gucken, ob es blau ist. Ja. Oh, da ist Pulvi. Da. Johann von Pulvi. Aber dafür war jetzt der Karo-Schlüssel da nur um diese scheiß Tasten. Ist der denn fertig? Wir hatten der Schlüssel ist durch, habe ich gerade gesagt. Ja, tatsächlich. Kannst du wegschmeißen. Unten im Polizei, im Schießstand. Ich wollte noch mal. Oh, hier sind noch Sachen, die wir nicht mitgenommen haben. Weil wir keinen Platz mehr im Inventar hatten. Ne? Aber jetzt haben wir den. Jetzt habe ich den, oder? Ja, zwei Sachen, die hole ich noch schnell. Den Schlüssel kannst du wegwerfen. Dann hast du 3, genau. Nein, Leute, Ausrufezeichen Marvin, Flashgranate in den Mund zählt nicht. Aber nur, weil der Chatrechner das wahrscheinlich nicht interpretieren kann. Wahrscheinlich, ja. So, erstmal hier in Sicherheit. Ja. Hier ist nichts, okay. Also voll da, Angst da ist vor immer noch der Computer, wo wir den. Was war das am PC? Da fehlte eine Auto-Authentifizierung. Dongle oder sowas. Den Dongle haben wir aber noch nicht. Zumindest habe ich ihn gerade nicht mehr. Okay, das haben wir nicht, aber wir haben den Erste-Hilfe-Spray. Ja, da ist der Spray und eine Flashbang, würde ich jetzt sagen. Mhm. Muss ja dann hier sein, oder? Ja. Ja. Direkt bei der Made in Heaven. Die ist überhaupt nicht techy, die Jacke. Okay. Später kommen wir hier nochmal hin. Genau, ist nochmal techy? Techy ist so ein bisschen schmalzig, glaube ich, kannst du sagen dazu.
Okay, Leute, wollen wir also, am besten hier, wollen wir hier rüber gehen, über den oberen Weg, die Eingangshalle, oder hier durch die Treppe? Vielleicht sind ja hier noch andere Gebiete. Ah, du kannst in den, Beispiel, in den Schließfachraum, in der Dunkelkammer kannst du den Film entwickeln. Ja, so machen wir das, oder? Oh ja, richtig schlau. Oh, Moment, war das hier was zum... Nein, das ist nur so ein Ding. Immer, ne? Ist einfach nur anderes Kraut. Was war das? Das Kraut, das sich nicht traut. Genau das wollte ich gerade sagen, verdammt nochmal. Ja, stupid minds think alike. Deswegen ist es mir auch nicht eingefallen. Das ist nicht mal ein versteckter Diss, Fabian. Nee. Es ist auch Kreuz, Karo, Herz, Herz. Ja, ja. Ey, genau. Ich habe eben schon gedacht, ermutige sie bloß nicht. Karo, Karo, Kreuz, Herz. Es kommt irgendwann. So, jetzt holen wir erstmal den Shit, den wir die ganze Zeit schon haben, und entwickeln auch gleich noch den. Ah, ist was. Es ist aus dem Fenster, das haben wir ja verdammt. Okay. Geh direkt mal hier zur Kiste, hol mir den Film. So, ist das gelaufen, Regie, die Wahl, die wir hatten? Oder haben die Leute jetzt erstmal so sich warm getippt? Ah, da. Da. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt auf dem. Könnt ihr nochmal einblenden, bitte? Wie die Wahl war? Wenn du das sehen willst, dann ja. Okay, ja. Oh ja. Spinde3F ist DCM. DCM. Okay, also wie ist es ausgegangen? Marvin Dote 62,8, 62,7, Marvin Gut 37%. Aber dann schon Schrotflinte to the face. Wir geben euch noch oder ein bisschen. Knie. Lass doch noch mal ein bisschen laufen, ne? Okay. Bis wir bei Marvin angucken und da gucken wir, wie es ist. Also momentan wollen die Leute, dass Marvin noch toter ist als bisher. Das kriegen wir hin. CMP, was war das nochmal? DCM. DCM, habe ich doch gesagt. Irgendwelche Einsprüche oder wollen wir das so genau erzählen? Kannst du lassen, ja, oder? Okay. Ja, hast du ein Highlighter? Ja, vielleicht mal abspeichern, oder? Das machen wir gleich. Soll ich ein Highlighter mitnehmen? Nimm eins zur Sicherheit. Lieber so ein mischbares oder ein ganzes? Ein ganzes. Ein ganzes, ja. Ihr seid hier so verschwenderisch mit den Heilkräutern. Nö, aber ich benutze das ja dann, oder ich würde es nur benutzen, wenn du so kurz vor knapp rot bist. Ich benutze es sofort, wenn es auch nur gelb ist. Ja, wirklich? Ja. Aber würdest du dann nicht auch sehen, dass du ein bisschen was verschwendest, wenn du das nicht nachher für Kombinationen verwendest? Aber man ärgert sich total, wenn man stirbt, dann, wenn man denkt, ja scheiße, ich aber ich möchte doch nicht. Das dauert doch noch ein bisschen. Im Chat schreibt einer, ich heiße Marvin. Ich bin Marvin. Ich und meine Frau sind Marvin. Oh, Lickies! Lickies! Okay. Wollen wir das jetzt mal ausprobieren? Okay, aber vielleicht bist du schon zu sehr gelaufen, ja. Nimm die Shotgun und versuch. Ja, hatte ich auf jeden Fall schon gesehen. Sollte ich jetzt. Du willst ihm ins Gehirn schießen. Um die Ecke? Nein, nein, ich würde um die Ecke und stehen bleiben. Lauf in den Safe-Raum. Nee, genau, vielleicht resettet sich resettest das dann. Das dann. Schnell in den Safe-Raum. Aber kann der nicht jetzt auch hinterher? Ich glaube nicht. Das kann du. Oder? Kann der Türen öffnen? Naja. Wenn die Raptoren es können? Ja, die stimmt. Die haben Respekt vor Autorität und Türen. Das ist auch cool. Okay, also vorsichtig dran vorbeilaufen. Aber kannst du nicht einfach oben lang gehen jetzt? Ja, wir wollen doch zum, zur Reservatenkammer hier. Genau, wir wollen den Button benutzen. Da ist sie ja gleich. Ach so. Gott. Ist mega spannend. Wenn jetzt jemand einschaltet und nur gehört hat, Licky Licky. Apropos Marvin, ich musste ab heute wieder im Supermarkt das Max Payne-Lied gehört, ne? Oh, wirklich? Ey, Leute! Okay, geh zur Tür rein. Rechts von dir. Die? Die hier. Ah. Ah. Okay. Oh, Hammer. Geh trotzdem rein. Oh, das war ja oh Gott, geil. Da kommt der Licky. Oh, der Licky. Der Malakai. Oh, du hast ihm den ein zweites Pro-Loch gemacht. Vielleicht war es aber auch sein erstes, so eine hätte. Ich sehe mich auch hinter! Ist hinter uns nicht auch noch einer? Es war sein erstes. Ach, den haben wir ja schon. Okay, vorsichtig nochmal. Warum machst du den jetzt? Lass sie doch einfach zu. Wollen wir den nicht killen? Nein. Aber guck doch mal, der rennt da jetzt draußen rum. Okay, warte. Och komm, das ist aber jetzt unfair. Ich habe den viermal getroffen. Jetzt muss ich ihn killen. Tut mir leid, Fabian, guck einfach nicht hin. Okay, das aber jetzt, oder? Es tut auch mir in der Seele weh, wirklich. Es schmerzt im Bankkonto, weil ich weiß, wie teuer die Scheiße ist. Aliki, boom, boom, down. Weiß nicht, was da gerade passiert. Es muss wegen der Ecke sein, dass ich den nicht richtig getroffen habe. Aber ihr habt Spratzen gesehen. Wir haben Spratzen gesehen, ich habe auch gehört. Also der wird schwer gehatet. So. Munition ist da, um benutzt zu werden. Genau, das ist korrekt. Was wollten wir denn? Achso, lass doch mal gucken, welche was fehlen. Also, die 203. Und das ist es. Und auf der anderen Seite 102. Die hatten wir alle schon. Alle? Nee, 103. 203, 103, 203, 203, 203,
1, 0, 2, 0, 3. Und dann die 1, 0, 3. Gut. Ich hätte den Licker einfach gelassen und dann wärst du schön leise rausgegangen. Das wissen wir alle. Dann. Das haben wir uns alle gedacht, dass du das besser gemacht hättest. Ihr Pimmel, ey. In der Panik machst du halt das, was sicher ist. Und sicher ist Schrotflinte to the face. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Die Frage wäre, wenn dich so ein Licker greift, kann man den auch mit einem Messer abwehren oder einer Granate? Greift er dich überhaupt? Noch eine Gürteltasche. Noch eine Gürteltasche, ja. Also ich glaube, eine gibt's noch, oder? So wie das aussieht. Sah so aus, ja. Noch warte mal, bevor du rausgehst, wo wollen wir hin denn jetzt? Ja. Ja, zu dem Dings, zu dem. Durch rechts. Das Büro Westseite. Ja, guck mal, dunkle Ecken haben wir ja schon gemacht. Ja, Aktenraum haben wir bisher die richtigen Schlüssel nicht. Herz und unten ist. Was ist denn im Büro Westseite? Ach, da, hier haben wir nicht. Der den Tresor. Hatten wir nicht irgendwie aus den Dings gefunden auf einem Dokument? Genau, ja, haben kannst wir. Du mal gucken. Da war eine Tresorkombination drin. Ja. Da kannst du jetzt durch die Tür vor dir rein. Cool. Ja. Und das Büro gerade durch. Das kleine ist das. Leute, ich kenne das Spiel doch auch. Ich habe nur eher Angst, dass ich hier irgendwo einen Zombie übersehen habe. Ich habe übrigens angefangen, jetzt darauf zu achten, wo hier überall im Haus ist. Okay, schön. Das Resident Evil Buch rumliegt, sind wirklich noch einige Exemplare da, ne? Das könnten wir mal als Quizfrage für Nerdquiz benutzen, wie viele Resident Evil Lösungsbücher noch in der Heinrichstraße 9 bis 15 verteilt. Ich habe jetzt ganz viele, ich habe ja alles aussortiert und habe ganz viel weggeschmissen, beziehungsweise verschenkt oder auch verkauft und ich habe davon noch zwei. Mhm. Also, mit dem ich habe allein heute drei gesehen in verschiedenen Räumen. Das sind Räumen alle drei, die wir. Na, okay, da haben wir vielleicht okay. fünf oder so. Hast eins habe ich geschickt bekommen, das gehört nicht uns. So. Hast du vielleicht eins mehrfach gesehen? Ich hatte ganz viele hier, aber ich habe ein paar davon. So, wo waren wir denn? Irgendwo auf einem Zettel drauf das ist waren sie, ne? Ja, ja. Das stand ja, ganz hinten, glaube ich. Das ist ziemlich am da, Ende. Da, guck mal. Ja, ja, Büro Westseite. L9, R15. Merk dir mal L9, du merkst dir R15, ich merke mir L7. Mhm. L9. R9, oder? L9. 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 R15. Ich glaube 7. Ja. Drück drauf. Jawoll. Ah! Ui, das ging aber fix jetzt. Ja, das ist awesome. Guck mal, da soll mal einer sagen, Gürteltaschen wären uncool. Der hat gleich drei davon oder vier. Ist hier noch was im Raum? Pack die Karte. Hier war früher auch irgendwas Geiles. Das war hauptsächlich Marvins Gebiet hier, ne? Das ist korrekt. Warte mal, ich habe ein bisschen Angst, irgendwas. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas. Ich glaube, das ist Leon, der ein bisschen krächzt. Ja, stimmt. Oh, jetzt kommen wir zu Marvin, ne? Dann können wir einmal das Finale einblenden, Regie. Okay. Aber so, irgendwas ist da noch. Hast du alle Items? Okay. Marvin tot, immer noch. 64% fast. Ach, verdammt. Ich habe nicht genug Money. Bin mir noch nicht sicher, ob ich diesen Dreischuss wirklich mag. Kann man den abstellen? Du kannst, kannst du das vielleicht wieder abnehmen, das Item? Zubehör entfernen. Aber wollen wir das echt? Nee, lass uns dran. Wir haben auch ich sag ja nur, ich war nicht so, weil auf den Kopf, hast du ja gesehen, der erste geht gerade, die anderen zwei gehen zu hoch. Vielleicht musst du vorher ihn lahmlegen und dann in Ruhe auf den Kopf schießen. Okay, da ist schön, wie sich hier die Lichtstimmung immer verändert. Was sagt denn nun der? Also sagen immer noch alle. Marvin tot. Und ich soll das mit der Pistole machen, na gut. Ja, du kannst ihm auch gerne einen feuchten Händedruck geben. Shit. Boah, lass ihm doch was übrig. Okay. Das war's. Ist er tot? Wollen wir mal gucken. Vielleicht einmal mit dem Messer mal anstechen. Boah, den machst du schön hier. Da hat er noch. Oh, der hat noch mal gezuckt, oder eben? I'll stop this, Lieutenant. Okay, er ist tot. I promise. Was meint er jetzt? Er wird aufhören zu schießen? Ja, ja, ich werde aufhören damit. Ich verspreche dir, sobald es keinen Spaß mehr macht, kommt auf mich höre ich damit auf. Oben Ostseite war das, ne? Mit dem, mit dem Crank. Kurz gucken, ob wir noch den Crank nehmen. Das eine Messer kann man ja, komm, das hier kann man noch. Das eine kannst du schauen. Gut. Was, echt? Wir kommen gleich schon irgendwo hin. Bist du auch sogar leicht verletzt? Na gut, ich habe einfach gerne Platz. Hast du gerade den neuesten Spielstand überspeichert, ja, ne? Oh, das darf man nicht, oder? Das ist verboten. Bei aller da hört der Spaß wirklich auf. Ich habe diese interne Memo rumgeschickt, dann euch würde es drin stehen. Wie du so selbstsicher sagst, nee, das ist verboten.
Ich habe meine Regeln aufgeschrieben fürs Let's Play vorher. Ich glaub, ja, wir kennen die noch nicht. Ja, wir haben zerrissen damit. Ist das so ein Manifest, was mal rumgegangen ist? Ja, das, ja. Ist so ein Dokument, das findet ihr auch irgendwann, wie hier so ein Ding bei Resident Evil. Wenn es ich tot bin, findet ihr es irgendwo. Warum ist denn das Büro noch rot? Da ist noch irgendwas. Was haben wir denn da noch vergessen? Komm, geh zurück, das suchen wir. Soll ich nochmal zurück, ja, oder? Komm. Wir haben doch hier nicht einfach was. Da liegt nur das Heilmittel für Marvin. Ja, Marvin, im Fall von Zombiebefall kurz verabreichen. Ich laufe einmal hier noch durch. Ja. Klicke überall. Ah, da ist es. Muni. Gut. Dann war's das aber. Das muss es gewesen sein, ja. Ja, oh, das sieht gut aus. Dieses System finde ich richtig gut. Also, sehr schön gemacht. Rein von spielerischer Seite aus her, genau an den richtigen Stellen sich die Gedanken gemacht, ja, ne? Wie du mit der Karte umgehst, wie du mit den Items, wie es verschachtelt ist, wie die Items verwendet werden. Bisher habe ich da echt keine großen Beschwerden. Ich bin sehr zufrieden mit allem. Ich glaube, ich werde traurig sein, wenn es zu Ende ist. Hier sind doch bestimmt auch wieder Gegner jetzt. Haben wir hier den Safe schon gemacht? Nee. Nee, ne? Der ist schon noch. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch ein Dokument gefunden haben. Für den zweiten Tresor, ich denke nicht. Nee. Hat der vielleicht. Ach nee, der hat auch so ein. Ja. Das gleiche, ne? Hätte man theoretisch jetzt den anderen auch machen können? Soll ich es nochmal probieren? Nee, da stand ja konkret drin, Bestseite irgendwie. Hast recht. Dann warten wir. Ich suche den. Mit diesem Dreier, diesen Locker, ne? Der ist hier irgendwo auch. Ihr wisst noch, ich meine, uns fehlt doch noch eins. Das ist. Wo wir das Foto entwickelt haben. Achso, da ist Kombinationsschloss. Ja. Aber da kann man. Kombiniere. Von der Bibliothek könnte man da dann später. Ja, das ist vor dem Raum, wo wir vorhin das aufgesprengt haben. Ja, hier kannst du den Crank verwenden. Gleich, ja. Ich habe ihn ja auch dabei. Du hast nichts zu heilen mitgenommen, ne? Doch, extra eben nochmal hier. So, okay. Geil. Ja. Okay, ich gehe jetzt da lang. Ich glaube, da hatten wir schon alles. Da ist es. Da passiert doch hundertprozentig was. Es wäre so schön, wenn wir ihn nicht mehr bräuchten jetzt. Da ist noch Mr. Spex, Raccoon. Mr. Spex? Ja, Mr. irgendwas. Crash Bandicoot wollte ich sagen. Wie viele waren's? Ich hab vergessen. 7? Irgend sowas. Von den Raccoons? Von diesen Figuren. Das weiß ich nicht. Die Tür. Die hat auch ein Emblem, ne? Okay, Herztür. Herz. Oh, habt ihr es gesehen? Man kann sie wegwerfen. Oh, Hammer. Oh ja. Throw it away. Geil. Hoch oder runter? Bleibt die Frage, ne? Gucken wir vielleicht mal auf die Karte, was? Oben alles neu. Lagerraum Ost. Unten alles neu. Ja. Hey, ich würde wollen wir von unten anfangen? Unten. Ja, das Ganze mal von unten aufbauen. Oder? Ich das auch. Ist das jetzt die. Kannst du nochmal auf die Karte gehen? Das ist doch diese Spiegelnummer, oder? Hier jetzt, ja. Hier ist normalerweise. Wir wollen jetzt nicht spoilern, aber das ist das, was wir erwarten. Hier ist normalerweise ein Licker drin, der, sobald wir hier in den Raum gehen, durchs Fenster springt. Das wäre der Klassiker. Das wäre der Klassiker. Ich denke, wir haben was verändert. Ich gehe fest davon aus. Oh, da steht einer schon an der Außentür. Oh, da ist einer. Scheiße, und wir haben keine Bretter. Hast du kein Brett? Nein. Ja, jetzt ist es auch zu spät, später wieder zu kommen. Das ist so verlockend, oder? Von hier. Lass es. Echt nicht? Nicht von hier in die Kauleiste? Guck mal, der kommt da auf keinen Fall durch. Da steht also, noch Grab. Du wirst gleich wahrscheinlich für den das gleich brauchen, ne? Ja. Sei denn, hier liegt irgendwo ein Brett rum, dass du schnell draufkleben kannst. Also irgendwas hier ist. Hier. Ja. Ich renne mal. Ist das auch? Hier vielleicht. Zu spät. Nee, scheiße. Oh. Soll ich mal. Ich finde deine Knie-Taktik. Alter! Das war ein Riesenfehler mit der Knietaktik. Nee, du musst auch ein Knie treffen, nicht beide. Bist du? Hast du ihn? Dafür ist er jetzt auch weg. Ah! Ah! Der hat noch! Ja, schön getimed. Wie ist der denn gerade hochgekommen überhaupt? Was hat denn der für eine Oberarmstärke, dass der bis zu mir. Kann ich den jetzt immer. Das ist ja, du musst ihn nochmal in den Kopf schießen, glaube ich, bevor du es wieder nehmen kannst. Hab ich echt? Ich hab kein Messer mehr. Scheiße.
Kennen Sie Marvin? So eine Kacke. Wie man's macht. Okay, die andere Tür? Die geht auf. Auch nicht. Sah ein bisschen aus, als gäbe es keine... Das ist einfach so ein Sprung, der liegt am Boden und dann kommt diese Sequenz, wie er dann schon so an dir hängt, ohne dass er wirklich aufgestanden ist. Nimm die Beine in die Hand hier, richtig. Weil das war jetzt gerade völlig sinnlos, dass wir da runtergegangen sind, oder? Ja, ja. Wir haben zumindest ermittelt, dass wir genau. Schlüssel brauchen. Das ist doch auch nicht unbedingt. Und es war eine Pulver drin. Das stimmt. Liegt der was? Nein. Okay, dann gehe ich mal auf. Ich werde, wenn du ein Knie anvisiert hättest, dann wär's. Ach, oh, da liegt das Brett. Oh, nee. Ist doch nicht schlimm. Das brauchen wir bestimmt an anderer Stelle noch. Ich denke auch. Sie haben am Ende ohnehin weniger Bretter als Fenster. Flashbang. Da gehe ich gleich raus. Und hier. Okay. Balkon oder Lagerraum? Ja, ich würde erstmal Balkon. Weil Lagerraum, das geht da weiter. Ja, mach mal. Boah, wir haben. Hast du irgendwie Munition in der Kiste gelassen? Nee, ne? Haben wir echt nur noch so wenig? Wir haben viel Pulver. Der nimmt ja auch 24 rein, deshalb hast du weniger. Hier ist der Helikopter, ja. Oh, geil. Kraut. Blaukraut. Oh, und jetzt runter, oder? Eigentlich wollte ich ja nicht runter. Ah, nein! Okay, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Warum machst du denn das? Ich wollte doch alles schön fein säuberlich abgehen. Ah, besser jetzt als später. Na gut. Warum? Ja, einfach, weil du es da... Und das Ding jetzt wieder aufstellen geht nicht. Akzeptier das mal. Das kann er nicht, er hat keinen Leiterschein. Ich bin in Level 4, da wäre es gegangen. Ja, stimmt. Un forastero. Was geht hier? Ja, kann ich das Ding abnehmen? Das hätte ich gerne. Das ist nur das Ding. Also du kommst damit nochmal. Machst einen Schwall los Wasser, und ja. Musst den wahrscheinlich irgendwie umleiten oder so. Mach die Hände mal so und dann wirf. Nur denk dran, dass wir genau dieses Rohr eigentlich später nochmal brauchen, was hier rumliegt. Hier war auch noch eine Tür eben. Ja, aber da ist hier der Brenner. Ja, ja. Okay. Okay, ich bleib erstmal hier. Guck mal, was mit der Tür ist, ja. Ah, ist ein rotes Kraut. Mhm. Ah, da komme ich jetzt nicht weiter, oder? Nehme ich an. Ja. Oder? Nee, du brutzelst nee, spätestens hier. Und hier nah dran ist auch nichts. Nee. Gut, dann können wir jetzt hoch, können wir nicht mehr. Nee, und muss ich jetzt hier runter? Ja, es tut mir ein bisschen leid, aber das konnte ja keiner vorhersehen. Ich wär schon gerne den anderen Weg jetzt gegangen, verdammt. Oh. Was ist das? Hört sich nicht gesund an. Geschliffen. Ist das deine erste Assoziation? Doch, als ob es jemand einen Stein ein Schleifmeister, ein Messermeister, der gerade schleift da unten. Also zwei Kräuter können nichts Gutes heißen, oder? Oh, von der Tür. Ah ja. Ist es die? Wenn ich da einfach nur schnell hinrenne vielleicht. Sehr dazu verleitet, viel mehr Munition zu verballern damit, ne? Ja gut, ja. Oh ja, da. Oh, crazy. Aber ich habe schon die meiste Zeit getroffen. Aber man... Oh, das ist doch kacke. Sowas muss nicht sein. Dann macht doch nichts. Okay, es reicht.
Alter, dieser Splatter ist weg. Ey. Ah, es war aber auch wer. Es war weg. Okay. Es war schon durch. Ah, alles klar. So, jetzt müsste aber schon lecker leer sein hier, oder? Die Pulver. Willst du nicht das eine grüne Kraut vielleicht nehmen? Ja, ist eine gute Idee. Eins mixe ich. Und guck mal, die anderen mixst du alle zusammen. Blau, rot, grün. Mach ich jetzt. Gemischte Kräuter. Oh, Speicher. Sehr kaum. Das ist er. Oh, geil. Nice. Richtiger Safe-Raum ist hier. Das ist wirklich ein ganz anständiger Safe-Raum. Jetzt vielleicht immer Munition herstellen. Ja, das brauchen wir, du hast völlig recht. Nee. Willst du die zwei hochwertigen zusammenmischen? Wenn ich zwei hab? Hast du doch, ja. Du hast eins im Inventory und eins... Oh ja. Ah, geil. Okay, das ist geil. Mag-Munition natürlich nicht. Das vielleicht auch mal die Sachen in der Kiste sortieren? Ja, auf die Tab-Taste. Von allen Sachen, schau mal, was wir hier bekommen haben. Schön Mag-Munition. Oh, wir haben doch die Waffe. Könnte man die jetzt auch noch kommen? Nee, kann man nicht. Die Waffe kriegen wir schon, meinst du nicht? Du bist aber auch nie zufrieden, egal was du machst. Naja, ich denke halt einfach so, jetzt eher den Spatz in der Hand, oder wie man sagt, als die Taube auf dem Dach. Die Taube auf dem Dach, genau. Die Shotgun in der Hand, meinst du, ne? Ja, eher jetzt Munition, die wir gebrauchen können, als welche, die wir nicht gebrauchen können. Es ist doch nun zu spät. Man kann es doch nicht ändern. So ist gut. So fühle ich mich. Oh nein! Was habe ich denn jetzt? Das tut ja sogar mir auch weh. Was genau wollt ihr? Was zu heilen musst du auf jeden Fall mitnehmen. Du musst in deinem Inventory einen Buchstaben nachmachen mit den Items. Dann bin ich zufrieden. Jetzt habe ich aber genug gemacht. Hast du gespeichert jetzt gerade eigentlich? Nein. Das machst du noch, ne? Dafür speichere ich jetzt hier. Oh, guck mal nach, was für Bücher da hinten stehen. Würde mich interessieren, was die in der Polizei... Da steht doch der Stapel Bücher. Mal gucken. Da kannst man kann es kein lesen. Nee, mit L anvisieren, dann zoomst du doch näher ran. Ah, toll. Creator's Rights. Heartless Betrayal. Unnerving Combat. They killed him. Creator's Rights. Creator's Rights, das wiederholt sich. Aber sie haben sich immerhin Mühe gegeben, dass... einige... es sind doch verschiedene Editionen, das Creator's Rights. Ja, es sieht anders aus als das unten. Und Murder in Cleveland. Unnerving Combat. Das sind die ganzen Bücher, die wir jetzt lesen müssten, aber leider keine Zeit für haben. Also draußen hast du diesen Hebel von L auf R, von R auf L gelegt. Das kann mir oben das Wasser umleiten. Ja, ne? Guck mal, da sind auch dicke Rohre, die da entlang gehen. Das kann ja nichts anderes sein. Das ist korrekt. Warum kann ich da noch das Ding mitnehmen? Wie gut es aussieht. Toll. Im Original war hier so ein Briefcase. Ja, wo war denn? War denn nicht noch ein Pilot oder so? Oder denke ich jetzt? Ja, eigentlich schon. Ist automatisch reingeflogen. Naja, das heißt ja wahrscheinlich, dass er ausgestiegen ist. Oder es war ein Söldner oder so, der überlebt hat. Oh, shit! Alter! Oh, wow, 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 wow. Jesus Christ! Ah! Wer ist es denn? Das ist der Mr. X. Mr. X, Mann. Der abgeworfen wurde. Ja, kommt der normal da auch jetzt schon? War das nicht normalerweise erst viel, viel, viel später? Doch, doch, es war in dem Gang. Aber nicht an der Stelle. Aber du triffst auch zum ersten Mal in dem Gang. Wo willst du denn eigentlich hin jetzt? Ich will erstmal ihn jetzt irgendwo anders hinlocken. Weil ich muss ja da lang, oder? Ja, ja, du. Und jetzt muss ich an ihm vorbei. Nur geht das? Das ist die Frage. Die Frage der Stunde. Renn doch mal ein bisschen schneller. Ja, alles super. Das ist, ja. Richtig gut gemacht. Okay. Frage ist, was wollen wir jetzt machen und wie lang kommt denn der her? Ich nehme an, da mir durch diese Tür läuft er wahrscheinlich noch ein paar Mal länger hinterher. Bei Claire war damals irgendwann Schluss, oder? War da nicht ein Kraut in der Ecke? Das haben wir schon mitgenommen. Vorhin. Oh Gott. Okay, guckst du auf die Map mal? Eventuell wartet's. Okay, ich hätte auch zurückgehen können. Ja, da wäre ich hier unten bei der. Ja, aber da haben wir alles gut. Ist ja zu. Ja. Da können wir nicht lang. Feuerleiter haben wir alles gut. Kannst du ein bisschen rauszoomen? Was haben wir denn jetzt neu? Wir haben einen Schlüssel neu, ne? Wir brauchen. Uhrenturm war noch über. Hier haben wir Herz, haben wir. Da können wir. Haben aber nie Herz. Wir haben den anderen Schlüssel, den grünen. Ach, das ist nicht Herz, ja, sondern mit dem untersuchen. Und hier Kreuz. Okay, da und wir hatten das einmal hier im ersten.
im Erdgeschoss, also erster ja, Stock im Aktenraum. Ja, im Aktenraum. Also wir müssen und da auch noch im Beobachtungsraum, ja, wo wir eben unten waren. Also wir können jetzt sogar, da wo wir sind, können wir hier über die Treppe direkt zum Beobachtungsraum. Aber wenn der Typ hinter uns herrennt, ja, holla die Waldfee. Aber müssen wir mal gucken. Testen wir es mal. Ist hier noch irgendwo sonst was? Nee, nur das für später. Im Erdgeschoss. Hier wissen wir es noch nicht, okay. Ja, ich will nur wissen, ob wir den Schlüssel okay, also danach zwei Türen wegwerfen können oder nicht. Also welche gerade machen wir zuerst jetzt? Die näher dran ist, würde ich sagen, einfach, oder? Welche ist denn näher dran? Lass mich kurz mal gucken. Ich würde runter und zum Beobachtungsraum. Ja. Ja? Wir haben ja, wo wir eben auch schon du hast ja gesaved vorhin, falls irgendwas nicht klappen sollte, ne, und sich der Beobachtungsraum als Scheiße herausstellt, kann man ja immer noch was anderes machen. Und der ist zumindest anscheinend erstmal weg. Da muss ich auch erstmal raffen. Könnte ich jetzt, sollte ich jetzt hier? Du hast keinen, hab ich du hast nicht. Nicht mitgenommen. Ich hab aber eins, ja. Schade. Den hast du. War das der oder das andere? Beide. Achso, nee, die andere Tür war der. Erbrecht. Fuck! Warum haben sie auch noch zwei verschiedene genommen? Weil es dann noch schwieriger wird. Vielleicht findest du den jetzt ja hier. Oh. Guck mal, das ist aufgebrochen, ne? Stimmt. Oh, das ist hier der Dings. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet, eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkung, er weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen. 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhirniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Der ist eigentlich Journalist. Ist ein Papierfetzen in einer... Ah! Links 6, rechts 2, links 11. Gucken wir nochmal drauf, wenn wir wieder da sind, ne? Ja. Was das merken noch? Wir uns jetzt. Ist das der Typ? Ja, es klang gerade so, ne? Ist das der Typ? Ist das der Typ? Mach erstmal dein Ding. Das klingt aber auch so. Was ist mit den Polizisten? Nein, nicht austauschen. Ich bin jetzt voll überfordert, weil ich Angst habe vor dem... Er ist jetzt den Raum schon komplett abgesucht, obwohl wir den Schlüssel gar nicht haben. Aber der andere, da war noch was, ne? Am anderen ist noch was, ja. Laut Karte. Ist noch ein Licker vom Dach fallen. Ich habe so Angst. Ja, ja. Beim Bullenmann. Ja, ja, bei dem, das müsste bei dem Kopf ungefähr sein, laut Karte. Also die Frage ist... Oh Gott, er kommt jetzt, oder? Nee. Klar. Habt ihr die Tür gerade gehört? Oh Gott. Die Treppe hat nicht allzu viel Platz. Oh Gott. Jetzt ist auch zu spät. Geh durch. Ganz hoch, oder was? Wo wollen wir hin? Wir müssen jetzt... Ganz... Ich glaube doch... Ach nee, wir wollen... Wir wollten hier links. Ja, wenn er jetzt kommt, gehen wir ganz nach oben, oder? Könnten wir nochmal zum Wartezimmer zurückgehen, ne? Der Safe aufschließen. Und dann können wir gleich nochmal abspeichern und weiter zum anderen Schlüssel. Vielleicht hört er mich ja auch nicht. Nee, hier ist der Balkon. Oh oh! Ach, das haben wir da war was? Gemacht. Da ist was, ja. Oh! Nein. Shit. Das ist ein Fehler, was ich hier gerade mache. Ein anderes. Ich hab doch extra noch versucht nachzuladen. Ah, shit. Aber was? Da kommt wieder Beine. Das ist aber krass. Holy shit. Können die einen echt zu zweit angreifen? Wo kommt diese engelsgleiche Stimme her? Nein, das war nur Flanders. Gott, oh Gott, ey. Ich renn jetzt. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich renn jetzt zur Tür. Shotgun, Sohn. Ja. Noch auch das Messer noch. Da. Hey, okay.
Mhm. Der Raum ist immer noch rot, ne? Ja. Ist immer noch rot. Das gibt's doch nicht. Was kommt denn, ne? Das fang ich auch schon an. Ach so. Die geht ja nicht mal auf. Du hast dich in die Sackgasse begeben. Okay, wir kommen hier nicht raus. Raus, ne? Treppe runter. Oh Mann, oh Mann. Jetzt hab ich's doch noch auf dem Vorschau. Rennen! Wir sollten aufhören, wie kleine Schulmädchen. Ich kann nicht anders. Ich kann wirklich nicht anders. Es ist nicht so, als ob ich es nicht versucht hätte. Okay, runter. Also durchs Wartezimmer. Hab ich Energie? Nee, ne? Also du kommst ja noch an Kisten vorbei, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber alter Verwalter. Ey. Okay. Haben wir jetzt was die denn? Zeit, um den Safe aufzumachen überhaupt? Ach so, meinst du, oh, läuft das in Echtzeit weiter, wenn man dann herumdreht? Nee, keine Ahnung, aber ich meine, er ist ja super dicht hinter. Ich weiß es auch nicht. Aber jetzt stehen wir eh schon der Ecke. Wollen wir vorher diskutieren? Nein, jetzt ist ja Pause. Jetzt, also, bist du dir sicher? Ja. Dass die Zeit weiterläuft? Nee, dass jetzt Pause ist. Jetzt. Okay, also was, welcher Zettel war das? Ein Foto, ne? Das war ein, nee, das war ein Zettel, war schon da irgendwo, Foto. Bei dem, wo du gerade warst, bei den Dokumenten. Da oder nee, das war der alte hier, diese. Nee, das ist der andere. Nee. Ich bin gerade vielleicht ganz unten. Das war doch ein Foto. Da war's. Geh noch mal runter. Konfessionsbericht, siehst du? Das ist verdeckt von Text. 6 links, 2 rechts, 11 links. 6 links, merke ich mir. Mhm. Du merkst hier 6 links? 6 links. Mhm, 2 rechts. Links 11, okay. Nochmal. Ich kann nicht! Ich bin zu aufgeregt! 6 links. War das falsch, ne? 2 rechts. 2 rechts. Und dann 11. Super. Oh. Ey, wollt ihr mich verarschen? Da ist ein kleiner. Eine Mündungsbremse. Eine Mündungsbremse. Ich wäre schon immer gewünscht. Bei manchen Konferenzen, ne? Aber wir wissen nicht genau, was sie eigentlich bringt. Na gut. Stimmt, ist sie toll. Okay. Okay, also im besten Fall nochmal saven und helfen, oder? Stimmt, unten an der Küste einfach. Da ist er. Da läuft der Original einfach so hinter mir her die ganze Zeit. Er ist sogar relativ fix. Er ist relativ fix. Soll ich das jetzt schon nehmen? Ja. Okay. Das Blaue brauche ich aber eigentlich nicht. Nee, das brauchst du nicht. Ist der? Kommt der? Läuft der? Ja, kann ich das machen? Mach das. Ja, jetzt ist Pause. Sonst wäre er ja auch längst beim Schranköffnen da gewesen, ne? Okay. Hier, du hast das hier da oben rechts in der Ecke, das haben wir noch nicht angeguckt. Da fehlt nämlich so ein Ding. Und wir haben auch diesen roten Juwel. Ja. Ich habe schon mir gedacht, als wir es gefunden haben, da wurde aber so laut rumgeschrien, dass wir voll wieder vergessen haben. Von wem? Wer hat sich erlaubt, so laut rumzuschreien? Da müssen wir mal gucken nachher dann. Wer das gewesen ist von uns dreien. Wir checken das VOD. Okay. So. Das behalten wir auch. Das behalten wir. Eigentlich behalten wir alles. Ja. Soll ich noch Muni bauen? Nee, wir haben nicht genug. Ach, doch, wir haben Schießpulver. Oh, da haben wir sogar noch. Ja. Kannst du es ja kombinieren gleich, oder? Ja.
Okay, so rum ist richtig, ne? Ich lauf doch richtig, oder? Ja, ja. Das Alter, Lickers! Ich versuche einfach nur zu rennen. Ja, ja. Zickzack! Okay, wo müssen wir rein? Ist das hier schon? Das ist hier schon. Richtig. Hier ist die Kreuztür. Okay. Ah, ah. Oh Gott, oh Gott. Okay, was gibt's hier? Erstmal gucken, ob der kommt. Ja! Lauf, lauf! Lauf, Simon! Erstmal gucken, ob der kommt. Warte mal, aber vielleicht läuft das so rum. Das sind Items. Okay. Kann ich erst mal eine andere Sache kurz noch ausprobieren? Ja, mach mal. Kurz die Spieluhr benutzen oder was auch immer das ist. Ah! Ah! Für? Wo war das? APD-Büro. Das ist für die Kiste unten in dem Keller für diese Schatztruhe. Die Kiste, das war's. Er kommt! Der hat dir eine gelangt. Aber volle Breitseite. Kann ich hier erst mal im Kreis laufen? Haben wir alle Items? Nein, hier liegen noch Sachen. Der oh, da, weiß, was ist das? Das ist wichtig. Werkzeug. Ein langes, dünnes Werkzeug. Da ist noch was. Oh nein, wir haben das Ding nicht. Oh, du bist an der falschen Tür. Wir haben das Ding nicht. Schlüssel kannst du wegwerfen. Kann ich das Ding nicht wenigstens? Du hast noch Herz. Benutz noch nicht. Oh Gott. Was mache ich jetzt? Okay, Moment. Dran hoffen. Vielleicht kannst du... Ich könnte mir jetzt, soll ich mit die Energie kommen, das hole ich mir schnell, damit ich nein, sicher bin. Nein, da kann ich nicht. Du das. Oder? Ja. Willst du? Okay, den werfen wir weg. Ja. So, wo wollen wir jetzt konkret hin? Guck mal auf der Karte, was noch für ein Item da liegt. Ob das jetzt wert ist, das noch aufzusammeln. Neben dir links. Eine Granate. Eine Handgranate, ne? Entschuldigung. Ich bin so aufgeregt. Moment. Was habe ich denn falsch gemacht? Zurücksetzen. Ah. Hier unten. Oh Gott, ich habe Schiss. Da unten ist noch vor der Tür. Die Tür ist eher am anderen Ende. Ist die Granate hier links oder muss ich um den Tisch rum? Was glaubst du? Ich glaube, du musst um den Tisch rum. Scheiße. Ja. Lohnt es sich, die Granate zu holen? Wahrscheinlich nicht. Granate, also ich renne cool, zurück, das, geradeaus, rechts, versuche noch das Ding mitzunehmen. Ich krieg wahrscheinlich eine auf den Sack. Ja, auf jeden Fall. Der Chat sagt... Doch nicht! Oh! All diese Diskussion for free. Jetzt warten da draußen Licker aber auf uns. Oh ja, stimmt. Aber es macht ja nichts. Wir müssen ja so oder so da raus. Ja. Wie rum jetzt? Habt ihr euch schon entschieden? Ich würde links rum, ist die Tür, glaube ich, deutlich schneller erreicht. Durch den Empfang wieder, ne? Ja. Okay. Zickzack. Geil. Ja, oder hat er die Licker gegessen? Hat er die Licker auch tot gemacht? Das kann sein. Das wäre nett. Ey, von ihm. Die haben auf jeden Fall Respekt vor ihm und ich kann mir gut vorstellen, dass die. Im Chat hat ihr gerade jemand geschrieben, schießt ihm den Hut vom Kopf. Ja, aber ist das ein Gag oder meinen die damit wirklich? Ich meine das ernst. Was, hebt er den dann auf? Oder? Ich kann es nicht sagen, aber vielleicht hält das ihn auf. Der Hut? Das kann okay. Ja sein. Ich werde es versuchen. Wo lang? Was ist denn das Teil, was wir gefunden haben, da überhaupt? Das lange, dünne Werkzeug. Das ist für den Heber für das Bücherregal. Hier. Oh ja, dann machen, ist das fürs Bücherregal, würde ich sagen. Wo soll das sonst noch reingehören? Das recht, also Bibliothek. Die ist ja auch hier auf der... Ist sie nicht auf der... Hier auf der linken Stock, Seite. Ne? Ja, genau. Kannst du aber über die Eingangshalle hin. Ja, ne? Stimmt, du musst... Auf Erbrecht, ja. Eingangshalle hoch links, ja. Soll ich vorher noch hier zur... Ja, mach mal. Holy shit. Selbst der Chat. Speichern. Ja, ich würde auch speichern. Das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen für die Umstände jetzt. Marke angucken und speichern. Machen wir gleich, die behalten wir. Habe ich noch... Irgendwo, nee. Aber ich nehme lieber noch ein bisschen Kräuter mit. Jetzt brauche ich sie nämlich dann doch schon langsam. Okay. Ey, ich bin echt stolz, dass wir nach wie vor nicht einmal gestorben sind. Ne? Ja. Richtig gut. Das zeugt nur davon, dass wir richtige Pro-Gamer sind. Sind wir nicht auch beim alten Resident Evil 2 nicht gestorben? Ich nicht. Was ich jetzt lustig finde, wenn jemand deinen Satz nimmt und hinter dran das laute Schreien dann von uns beiden hier nimmt. Schreien ist nicht sterben. Wer schreit, der hat den letzten Atemzug noch nicht getätigt. Wer schreit, ist noch nicht gestorben. Das ist, finde ich, sehr schön. Bleibt er jetzt eigentlich permanent wirklich da und läuft die ganze Zeit hinter einem her? Das ist auf jeden Fall gut hinterher. Ich befürchte fast. Auch hier in der Bibliothek, das ist irgendwie kaum vorstellbar. Aber man hört die Musik. Die Musik hört man, ja. Und jetzt? Nehme ich das Ding mit? Du musst genau das jetzt verschieben. Hört ihr was? Ja, ist auf jeden Fall hinter dir. Er ist gleich. Da hab ich gleich.
Vielleicht musst du mit ihm so ein bisschen Katz und Maus spielen, ne? Du kletterst hoch, er klettert hinterher. Er geht einfach da hinten hoch. Ah ja. Ja, oh shit! Ah, da geht er. Pff, okay. Ist gut. Ja, dann kann er einfach die Kurve machen. Wieder da. Aber da hast du ja ein bisschen Zeit, um das zu verschieben, ne? Kann ja auch die Treppe gehen? Nee, ne? Die Leiter mal gucken. Ich denke, der nimmt die Leiter. Da hat er jetzt nicht mit gerechnet. Der springt da einfach runter, glaube ich, schneller runtergekommen. Deswegen sind diese ganzen Areale auch so angelegt. Ah, damit du immer so quasi immer im Rund. Ja. Okay. Wo ist er denn jetzt? Yes. Wie kann es sein, dass ich diesen großen Kerl nicht sehe? Klettert wieder hoch irgendwo. Vielleicht direkt vor deiner Nase. Ich dachte, er läuft jetzt halt die Treppe oder so. Na, irgendwann muss er sich ja auch entscheiden, laufe ich so oder so rum. Gut, jetzt kann ich einmal verschieben. Ja genau, du musst nach und nach das jetzt einfach abarbeiten. Also ein verschieben, in welche hochlaufen, Richtung? Wohin? Einfach alles nach rechts, alles oder? Nach rechts, würde ich sagen. Okay. Nein, das stimmt das nicht. Man hat doch oben gesehen, dass das Loch eher in der Mitte ist. Du musst ihn also in der Mitte zusammenschieben. Der kommt ja doch jetzt über die Treppe, oder nicht? Kann ich einfach hier bleiben, im Limbo? Wo ist er denn? So, ihr müsst es... ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist direkt hinter dir wahrscheinlich. Da ist er. Hast du es gesehen jetzt, Simon? Du musst ihn in der Mitte zusammenschieben. Okay, mach ich. Aber jetzt ist gut. Ja, Leute, wir haben es schon registriert und erwähnt, dass wir die Kopfmarke nochmal anschauen sollen. Aber naja, das machen wir auch. Machen vielen wir Dank, werter Chat. So. Lass uns erstmal das so machen. Ach nein. Nee. Ist doch schon ganz okay. Aber dann hätte das... Ich hab die falsche Ecke. Das war die falsche Ecke. Beide nach rechts. Jetzt zucken die Zombies an. Also es war schon richtig, aber eben man muss beide nach rechts. Wirklich? Nee, ich muss drüber laufen. Hier, da. Da, darum geht's doch, oder? Ich muss da drüber laufen können. Na, nee, du musst daneben. Da rechts drüber laufen. Oh, ihr habt recht. Ja, aber das ist doch dieselbe, ja, aber, dieselbe Thematik. Ja, siehst du, guck mal, das eine ist doch unter... Ey, Leute, ich höre den Typen nicht reden. Laufen. Okay. Ah. Die brauchen bei Nemesis, also die brauchen eigentlich gar kein 3 mehr machen, weil ich finde, das hier ist schon wie Nemesis in Teil 3. Das kommt schon gut hin. Du musst nur 3-mal durchspielen, dann hast du quasi. Okay. Aber es ist fair. Man kommt sich nicht die ganze Zeit verarscht vor, aber oder so. Okay, jetzt aber. 2-mal schaffe ich. Ich schaff's nicht. Doch, zieh. Siehst du, geh doch. Oh, die Mucke ist toll. Ja, dafür, dass das Spiel auch sehr reduziert mit dem Sound umgeht, ne? Also, du hörst ja meistens nur Atmo irgendwie und nur in solchen Fällen. Ja, auch werter Chat, wir haben es natürlich auch schon längst realisiert, man kann ja den alten Soundtrack zuschalten, wenn man die Special Edition hat und ich glaube, die haben wir hier. Das machen wir, wenn wir es zum zweiten Mal durchspielen. Du hast es zu weit geschoben. Das kann doch nicht euer Ernst sein! Das war wahrscheinlich korrekt, was du vorhin hattest. Nee, in die Mitte hätte es geschoben werden müssen. Jetzt ist es Okay. Alter, er springt auf dich drauf. Könnt ihr diese Diskussion, könnt ihr es jetzt einmal schaffen, das richtig zu machen? Am Anfang, für mich meine ich. Am Anfang war es geil. Okay, am Anfang war es gut. Wie? Aber ich muss nur drüber laufen können. Ja, du hast ja auch 4 Teile, die also du verschieben kannst. Ne? Siehst du, wenn die ganz außen sind und die auch, alles nach rechts, dann sollte das doch gehen, oder nicht? Also alle einen, einen nach rechts noch. Aber das kriegen wir hin. Das ist zu weit, glaube ich. Ihr macht mich alle wahnsinnig. Bin mir aber nicht sicher, vielleicht stimmt's auch. Wir haben auf jeden Fall bald alle Permutationen durch. Der kann ja sogar rennen. Seht ihr? Das ist zu weit. Ist zu weit, ja. Ich hasse euch alle so sehr. Wie könnt ihr das nicht raffen? Ich renn doch schon weg. Na gut, Fabian, du hast einmal gesagt, ich habe einmal gesagt. Also hat er 2-mal gemacht. So, jetzt einen nach links. Also jetzt steht der richtig. Jetzt schiebst du alle anderen einfach da dran. Ja. Wenn jetzt jemand abschaltet, der halben Stunde nochmal macht und wir immer noch das machen, dann müssen wir es mal überdenken. Okay, aber jetzt... Ja, wir kommen zur Rande. Den anderen auch und dann noch einen dritten. Schieberätsel braucht noch 2 Folgen. Mhm. Kann der nicht einfach hüpfen?
Ja, das ist schon ein bisschen albern. Das wieder, ist ein ne? bisschen wirklich albern, ja. Also unter Zeitdruck ist das wirklich albern, dass der nicht springen kann. Nein, das mache ich nicht. Wir haben doch schon das Rätsel gelöst mit dem Stock. Probier doch mal bitte, weil der Chat das auch eben geschrieben hat. Kannst du beide von den äußeren Schränken einfach zusammenschieben? Meinst du? Ist er so kräftig? Aber da, wenn ich das jetzt probiere, muss ich noch einmal drum rennen. Guck mal, ich brauche nur noch einen. Nee, du brauchst beide noch, die linken. Lass kann der echt nicht? Ja gut, okay. Hat es der Chat gesagt, dann mache ich's. Probier's mal. Geht das beides? Nee. Doch. Doch, mach das? Ja. Ich ja. Noch einen. Eins weiter. Ja, es geht immer nur einmal. Aber jetzt kommt es. Das finale Mal. Okay. Der letzte Zug. Kannst du eigentlich nicht auch unten um die Regale rumlaufen? Musst du jedes Mal ganz oben rumgehen? Es bringt nicht genug Zeit wahrscheinlich, ne? Der ist schon, wie du siehst, ich hole hier schon fix, immer ganz ne? gut was raus. Ja, der ist schon mega fix, der Typ, leider. Okay, einmal noch. Dann noch einmal. Nee, dann jetzt hast du es. Ja, einmal noch rennen, meine ich immer. Alles genau. So, endlich. Stars. Ja, und die haben jetzt muss ich mal überlegen. Bei Umbrella, die haben sich gedacht, der ist uns noch nicht gefährlich genug. Lass uns ihm noch mal einen Raketenwerfer mit unendlich viel Munition geben. Das haben die sich ernsthaft gedacht. Dass der da nicht drüber springen kann. Ja, auch guckt. So richtig böse ist er. Okay, jetzt sind wir, wollen wir kurz einmal die überfällige ja. Werbung oh, machen. Oh, wir jetzt. Haben Werbung, genau. Ja. Die muss kommen. Als nächstes Werbung, danach schießen wir auf den Hut. Zurück in der vermaledeiten Polizeistation, verfolgt von einem Mann namens Mr. X. Und wir sind Polizist. Und eigentlich darf der darf so gar nicht heißen. Wo will der sich so eintragen? Der kann es nicht nur X heißen. Das ist schon mal der erste Fehler. Im Chat habe ich eben gelesen, dass der auch einen Namen hat. Mr. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und X. Ich weiß nicht, früher ist der Mr. Xavier. Charles X. Ja. Es ist ein Tyrant, ne? So viel kann man, glaube ich, sagen. Ja, nicht vergessen, dass wir noch die Marke checken sollten. Ja, das werden wir jetzt einmal machen. Wurde häufiger noch mal hinten gesagt. Wir haben ja schon gemerkt, dass die Marke notwendig ist, um sie irgendwo reinzustecken. Wo genau, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich weiß, das ist nämlich in Wirklichkeit ein USB-Stack. Okay, USB. Ja, aber das Ding passt doch aber PC. Auch in den Schrank unten, da wo wir in diesem wir haben alle gerade gedacht, es wäre für den Schrank. Ist aber in Wirklichkeit für den PC. Okay, ups, ich werde hier weiter verfolgt. Liebe Regie, bitte Musik. Uhrturm. Der Uhrton, genau. Ich muss schon hören, wenn der Kollege hinter mir kommt. Ist super wichtig. Immer noch kein. Seht ihr, das ist euer Werk. Da ist die Regie jetzt dann schuld. Ja. Ja! Wo kommt der hin? Könnt ihr mal die scheiß Musik jetzt anmachen, bitte? Da werde ich aber echt pisst jetzt. Und er kommt. Da ist er. Das ist auch schon super nah, Alter. Oh, dieser Ficker. Okay, die Items sind da. Lagerraum. Du könntest natürlich jetzt einmal die Riesenrunde laufen, weil du kannst oben jetzt den Raum aufsperren, wo wir eben schon waren. Ah, genau. Und das war ja diese Asservatenkammer oder was auch immer. Und da ist ja noch. Hier ist immer noch was. Ja. Da war die Granate hier noch. Er kann dich ja verfolgen, drumherum in Ruhe, ne? Das soll ja nicht das Problem sein. Oh nein! Immer noch, ey. Ey, Moment, wo ist denn hier ein Item? Du kannst ja auch irgendwo in der Mitte einmal durchlaufen, ne? Siehst du das? Da ist immer offen in der Mitte. Im Moment versuche ich nur... Ey! Das ist manchmal echt... Okay, ich wollte einmal wissen, wo er ist. Ich höre immer nur das... Du kannst auch diese schnelle Drehung machen, ne? Hier kannst du links zum Beispiel. Ja. Was ist das? Voll wichtig! Oh, das ist ja mega wichtig. Großes Zahnrad. Sehr wichtiger Gegenstand. Aber jetzt versuch doch, wieder rauszugehen auf den... Ist das die Tür? Nicht den großen Bogen zu laufen, sondern... Ah, die okay, jetzt. Falsche Tür. Ich werde halt versucht, an ihm vorbeizulaufen und wieder in die Eingangshalle zu gehen, weil du musst dann in den Uhrenturm. Also jetzt an ihm vorbeilaufen. Ja, das wird schwierig jetzt wahrscheinlich. Ey! Fabian, aber du bist wirklich sehr kontraproduktiv in deinen Tipps. Was soll ich sagen? Sie kommen zu spät, sie sind falsch.
Was willst du denn? Nein, du solltest von vorne. Das Nein, hör jetzt doch mal auf! Ich brauche jetzt Hilfe. Richtige Hilfe, Gregor. Wir machen das. Ja, nimm nicht die Tür, sondern die andere. Nicht die Tür. Danke, Gregor. Dann mach dich deine Jahrzehnte ins Video spielen. Okay, geradeaus. Okay. Geradeaus, rechts. Helft mir beide, aber richtig. Und nach links. Tür zu deiner Linken gleich. Nochmal links. Da sind gleich Zombies. Okay. Eventuell einer. Da. Der mümmelt da schon gleich rum. Ja, der ist schon wieder. Schatten schon. Der fällt dich gleich an. Okay, reicht. Was? Und jetzt kannst du geradeaus. Ja, das ist der Rundturm. Das war gut. Ach, den Reparatur? Also. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Sehr authentisch geschrieben. Ich hole erstmal das Item, oder? Fabian war natürlich nur Spaß, ne? Weißt du, ne? Was denn? Mit dem Gemecker. Achso, das weiß ich schon. So kann ich das hier einsetzen. Nutz. So groß. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Haben wir auch gerade gesehen. Auch ohne die Animation hätte ich das gemerkt. Wie Leon aber versucht hat, das noch. Ist es das? Geht das so? Da muss es hin. Shit, Leute, gleich kommt der hier rein. Nee. Meinst du, er kommt hier nicht? Ich glaube nicht. Muss ich in der Ecke. Ich höre ihn doch schon wieder. Ja, ihr habt recht. Ich höre ihn original schon wieder. Ist so, passt doch. Ach! Irgendjemand schreibt im Chat, er kommt nicht rein, aber ich traue euch nicht. Welches ist denn das Spiel, wo man gegen diese Fledermaus kämpft? Batman. Ja. Das war das Lieblingsspiel. Wo ist denn das? Was für ein Horrorspiel meinst du? Ihr wisst, welches ich meine, oder? Ich denke gerade nach. Das hat mich jetzt mit dieser runtergelassenen Leiter so daran erinnert. Ist das Resident Evil Zero? Fledermaus. Das ist 6? Ja, Zero ist es. Im Herrenhaus, da meinst du? Weiß ich nicht mehr. War es nicht eine Motte? Würde ich sagen? Es gibt einen Fledermauskampf bei Zero. Ja, ja, du hast recht, das ist Zero. In der Kirche ist das, glaube ich, dann, dieser Kampf. Mit Billy in der Kapelle. Ja, genau, Kapelle. Mit Billy Capella. Okay. Das Drehrad kann ich da offensichtlich auch wieder rausnehmen, ne? Rausnehmen. Okay, er scheint ja wirklich nicht zu kommen. Oh Mann. Die Regeln muss man einer verstehen hier. Wahrscheinlich, weil man hier nicht entkommen könnte. Da war ein Dings, ne? Das, ich weiß, was das war. Das war die gleiche Box wie vorhin. Fuck. Da ist das andere Teil drin. Ja. Okay. Wie könnte man die... Hier hinten war noch was, gerade. Da. Da ist was, ja. Oh, das kleine Zahnrad, geil. Und das muss ich jetzt wahrscheinlich... Und hier muss was anderes rein, okay. Das muss ich da unten wahrscheinlich jetzt hin. Aber mir fehlt immer noch ein drittes Zahnrad. Naja, wobei eigentlich nicht. Weil das eine war ja nur dafür da, um die Treppe runter zu kurbeln. Das könntest du theoretisch wieder wegnehmen. Du hast recht, du hast recht. Und dann oben vielleicht einsetzen. Es sei denn, die Treppe geht dann wieder hoch. Ja, das wäre natürlich blöd, ne? Aber warum nicht probieren? Nee, bleibt so nicht. Oh, der Chat will, dass wir das Pad abgeben. Ja, das machen wir. Wir haben schon Regeln gefunden. Nicht, weil keine Sorge. Ich morgen die ganze Folge dann spiele. Dann haben wir das ganz gut aufgeteilt. Eine einzige Fabian-Folge, das wird toll. Die Chance. Das hast du dir auch verdient. Der wird uns widerruflich verkrachen. Danach spielen wir einfach gar nicht mehr weiter. Dann. Weil ich die ganze Zeit heile und ganz komische Sachen machen werde. Was viele Leute nicht wissen, wir sitzen ja eigentlich auch jetzt nicht zu dritt hier, sondern wir haben uns nachträglich im Greenscreen aufgezeichnet. Wir haben uns zerstritten, längst. Ja, deshalb ist die auch eine Kante, die nie überschritten wird zwischen uns. Das könnten wir, wenn wir im Green machen, das aber echt machen, wir alle drei könnten gerade zu Hause sitzen, ne? Mhm. Das wäre im Green dann so zusammenmontiert. Können wir das vorschlagen für zukünftige Displays? Alter. Die müssen mir nur eine Hohlkehle daheim bauen. Passt das schon. Hope I don't have to write a report on this. Und Spruch geht immer noch, ne? Ganz unten. Da ist es. Okay. Also, okay, jetzt haben wir alle Teile, glaube ich.
das USB-Stick, USB-Stick-Ding aber dann noch machen, ne? Bevor wir wieder zurückgehen. Stimmt. Ja, okay. Und wir haben die Kombination für den Locker da oben. Okay. So. Was rot ist. Also wir gehen jetzt raus. Durch die und Bibliothek. Erstmal, wir gehen hier hin, oder? Zu dem Kombinationsschloss? Ja, warte mal, du kannst ja, gehst in die Bibliothek zurück, genau. Gehst in den Lagerraum raus. Aber da waren, waren da nicht Schlickis drin oder so? Schlickis? Ich glaube schon. Schlickis. Sind wir nicht hier mittlerweile, war hier nichts mehr? Sind wir nicht da schon längst? Du kannst gucken, also ich glaube da... Ja, hier vorne, da vorne war tatsächlich noch ein Locker, der im Flur war. Oder nee, den habe ich erschossen, den Licker. Das war da, wo das C4 explodiert ist. Chat sagt, hol die Magnum-Freunde. Ja, aber wir wissen ja leider gar nicht. Doch. Erinnert euch mal dran, in der ersten Folge haben wir konnten schon sehen, was in dem Raum liegt, hinter dem PC und so, dass da eine Waffe in dem Schließfach lag. Sehr gut. Die sollten wir holen, ja. Da landen wir auch gleich. Chat sagt doch immer nicht laufen im Caps Lock. Okay. Das sagt einer wahrscheinlich. Das habe ich eben schon mal gelesen. Das wäre ja. Mario 1988 hat es gerade nochmal geschrieben. Es wäre schön, wenn das was bringt. Mario 88. Oh je. Da ist ein Flicker. Schleich jetzt einfach. Okay, ich jetzt echt schleichen. Ja. Aber du darfst ihn wahrscheinlich auch nicht berühren beim Schleichen, ne? Das macht nichts. Ich soll aber auch an ihm vorbei, okay. Ja. Welche Richtung geht er? Soll ich es versuchen? Probier's. Hatte ich nicht gehört. Oh, geh mal anderswo hin! Ey, was soll ich machen? Ey, habt's gesehen. Okay, das, nee, noch nicht. Oh shit. Oh, hab ich. Immerhin, ja, immerhin. Du hast keine Länge Chance. Ah, da ist er ja! Der Furzmann. Links entlang laufen. Oh shit. Oh, Messer. Oh, voll in den Arm. Jetzt lauf ich hier lang. Geh oben links raus. Genau, jetzt gleich rechts und nochmal links. Oh Gott, ey. Halt andersrum. Halt ich will eine. Ey, das war voll fies. Die haben voll die Combo, voll die Tag Team Wrestling Combo gemacht. Hier ist der Locker rechts gleich. Speichern würde ich gern. Okay, was war's? Butz? DCM. DCM. Wieso kannst du das merken? Butz. Butz wäre auch leicht. Das stimmt jetzt so, nur ein Packen Ammo, ey. Immerhin Magnum Ammo. Ja. Cool. Okay. Ich brauch Energie. Unten ist der Safe Raum gleich. Nein, ich hab nichts mehr. Stimmt. Wo ist der? Hier ist die Rüstkammer, da muss ich eigentlich rein. Ja, wir können da nur von der anderen. Ach nee, durch den Duschraum jetzt, durch. Runter kann ich jetzt. Runter komme ich. Ja, aber wollen wir lieber mal irgendwo speichern ja. Und ein Kraut nehmen? Einmal komplett runter, da ist ja der. Ja, steigen safe on. Stimmt. Ganz runter. Genau, und dann die Dunkelkammer. Steuerkreuz hoch reicht zum Ausrüsten. Naja, das machen wir ja auch. Das ist so krass, oder? Wie wir leiden. Okay. Sortieren die Dinger nochmal. Können wir sehen, wie viel wir von was haben. Moment, die nehme ich jetzt auch mal mit. Pack mal das andere Schrankteil aus. Mit Munition, anderes Schrankteil. Vielleicht nehme ich doch noch mal so eins mit auch. Zwei. Okay, kann ich die kombinieren, die Schrankteile? Ja, aber du kannst das erstmal auspacken aus dem Karton. Ach, auspacken muss ja auch noch sein. Sollen wir mal probieren, ob du die zusammenstecken kannst. Nee, also ich habe eins, zwei, mir fehlt aber schon mal noch was, oder? Elektronenteil und Schaltteil, dann haben wir beide. Ja, du hast und Schaltteil, geil. Zwei Munition, die du kombinieren kannst. Ja. Normale Ammo. Ah, du kannst vielleicht die Magnum-Ammo kombinieren, ne? Da sind zwei, glaube ich, bei dir im Inventory. Kommt der da gerade?
Ich dachte, Speicherräume sind heiliger Boden, oder wie sagt man? Ist es noch so? Naja, aber in die Lobby, wo eine ja. steht, ist er reingekommen, ne? Ja gut, die Lobby ist für jeden frei zugänglich. Ach so, ja. Wollen wir, wenn wir jetzt gleich die Magnum holen, die Magnum-Munition direkt mitnehmen? Ja, ne? Oder kommen wir später eh nochmal so zum doof, Speicherpunkt? Ja. Ne? Also wir haben keine Shotgun-Muni und irgendeine stärkere Waffe als die P-Shooter hier brauchen wir, ne? Okay, die Dinger, nämlich mal die Blankgranaten, die sind ja nicht doof. Die sind gut, ja. Brauchen wir noch irgendwas hier? Nee, weil dann speichere ich jetzt. Ja, speichern und ein Kraut kannst du gleich nehmen. Du bist ja schon auf Danger, ne? Danger, Danger. Danke. Okay, aber geil. Richtig geile Situation gerade. Mhm. Auch krass, dass du das noch überlebt hast, da das Prompt mit dem Messer, dass du das noch rechtzeitig gemacht hast. Niemals gedacht habe ich da noch. Ich dachte schon, oh shit, jetzt bin ich der als erstes stirbt wieder. Okay. Also einen hoch. Raus, einen hoch. Und dann kommst du über die Dusche zum... Oh Gott. Kommt er von oben? Okay, geradeaus durch. Echt. Wahrscheinlich duscht er gerade. Können Sie das mal halten? Oh, trainieren Sie etwa? Der duscht tatsächlich. Nein, doch nicht. Ja, das ist hier gleich. Chat empfiehlt immer schön rennen, damit er uns hört. Ist das. Lebt er da? Nein, den habe ich ja nicht. Gut, es ist ja neu, woher sollen wir wissen, dass er uns hört? Also hier ist ja viel zu laut, hier kann er uns gar nicht hören, ne? Okay, Dongle an. Stars. Dongle, 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 Dongle. Dongle, Dongle. Beinhard wie ein Stars-Mitglied. Okay. Juhu. Magnum. Oh, geil. Liegt hier noch was rum? Das ist aber gemein. Der stand mit 7 Schuss und wir haben sie mit 3 bekommen. Okay, was ist hier noch? Da ist noch ein. Wie sie die Waffe benutzen. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons rumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben, das ist ein Code. Ah, heißes Codebrief. Es geht um Umbrella. In Europa nämlich. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlänge ich meinen Urlaub wieder weitere 6 Monate. Das ist aber ein langer Urlaub. Barry, wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Das ist doch Quatsch. Finde ich aber schön, dass sie das so ein bisschen um die Ecke... Finde ich ganz schön. Ja. Denk dran, Dings da. Oh ja, nimm das Ding wieder mit. Den Sticker wieder mitnehmen. Da kommt er. Jetzt machst du einen auf Randy Pitchford und dann sind dann deine Vorlieben da drauf. Ist nichts mehr. Okay. Geh raus und dann gehe ich Bibliothek oder Aufenthaltsraum? Wo wir müssen ja wieder zurück. Das genau, war oben rechts in der Ecke irgendwo, oder? Unten durch das Büro Ostseite da. Warte mal. Machst eins runter und dann... Genau, siehst du, Büro Ostseite, Raum der Wache. Und dann kommst du zu der Treppe, wo wir hochgekommen sind. Du siehst, wo dieser Pausenraum ist, auf der rechten Seite. Der, ja. Also, Eingangshalle, Büro Ostseite, und dann der Raum der Wache, kommen wir quasi mit der Treppe runter zur Tiefgarage. Okay, aber könnte ich denn nicht... Ne, es geht nur so, ne? Es geht... Also, ich könnte über die Bibliothek oder ich könnte über hier. Ich würde über die Bibliothek lieber gehen, weil das andere ist schon ein ziemlich großer Umweg. Deswegen, ist ein ganz schöner Umweg. Okay, also raus, links, links. Okay, hoffen wir aufs Beste. Sei nicht da, mein Freund. Ich laufe extra langsam. Der denkt so, ja, kann doch nicht sein. Den hör ich doch ja nicht. Oh, so eine Anspannung, ey. Ja, die Anspannung ist greifbar. Warum war der Raum jetzt rot? Überhaupt noch irgendwas müssen wir noch übersehen haben, ne? Irgendwo bestimmt irgendwo mal Munition oder Pulver. In irgendeiner Ecke. Vielleicht könnte man hier noch was wegschieben, um an irgendein Item zu kommen. Guck mal ganz auf der linken Seite hin. Wir haben doch die zur Seite jetzt geschoben. Vielleicht lag dahinter was.
hier. Im Chat geht es gerade darum, dass es 98 noch gar kein USB gab. Das natürlich gab es USB. Seit 2000 ist. Das ist absoluter Quatsch. Bin mir nicht sicher. USB gab es schon länger. Ich glaube auch. Ich mag es, wie du es gleich komplett vernichtest, einfach als ob es keine valide Theorie sein könnte. Ist überhaupt keine valide Theorie. Was kompletter Quatsch, wer das sich ausgedacht hat. Also so größeren Quatsch habe ich ja selten gehört. Ich kletter hoch. Musst du hochklettern? Ich glaube, du musst einfach durch die Tür zur Eingangshalle, ne? Ja, aber das, aber jetzt. Jetzt wärst du im dritten Stock, da kannst du gar nicht runter. Warte mal, hast du jetzt nochmal für mich... Schon im dritten? Okay. Hast du die Polizeimarke mitgenommen? Ja, ne? Hat er, ne? Der Hut ist auch ein USB-Stick, sagt jemand. Du meinst, in der Mitte ist da der Stecker, damit man auf dem Kopf richtig... Ja, vielleicht ist der auch wie so ein Playmobil-Männchen, vielleicht hat er oben so einen Slot, wo der Hut so reingesteckt werden kann. Und da musst du den Hut einmal aufsetzen, wenn er nicht passt, umdrehen und nochmal umdrehen und dann passt er. Wegen USB-Stick, ne? Ja. Sehr gut. Aber ist es nicht super langweilig, wenn man jetzt die ganze Zeit so schleichen muss in dem... Ach, wir speichern und laufen gleich, das ist doch egal, oder? Ja, stimmt, wir speichern und dann laufen. Ach, jetzt soll ich? Okay. Guck mal, da war noch in dem Geheimraum was, ne? Welcher? Geh nochmal weiter, Stockwerk nochmal wechseln, das habe ich gerade gesehen. Hoch oder runter? Nee, runter. Hier, ist jetzt hoch. Okay, runter ist noch das weiter runter? Hier. Ja. Welcher Geheimraum? Noch weiter runter? Ja, hier na, ist da der, noch, das hat man eben kurz gesehen, ist egal jetzt. Den, der, wo Marvin war, da sind wir doch eben runtergegangen. Und den Raum hat man eben kurz auf der Karte das gesehen. Das war Untergrundanlage, glaube ich, mit L2 und R2. Ach so, das ist nur die Dunkelkammer. Das ist die Dunkelkammer. Ja, mit L2, R2 siehst du das, den Geheimraum. Da war auch so ein Ding für so eine Kurbel. Das meinst du hier, den Geheimraum? Ja, genau, das meine ich. Das habe ich eben gerade gesehen. Ja, T-Stangenvertiefung. Wer hat denn diese Übersetzung gemacht? Wer denkt sich denn so Wörter aus wie T-Stangenvertiefung? Also ich finde, das ist ein sehr schönes Wort. Ja. Ich denke auch häufig an eine T-Stange. So, Leute. Okay. Wir wollen runter. Ja. Wir wollen ganz tief runter. Also müssen wir von hier... Wenn wir runtergehen. Erdgeschoss, ja. Büro Ostseite. Okay. Ich, was ist denn, Baum? Ich liebe den Chat manchmal. Ja, ich aber kann jemand schreiben, dass man im Ersten Krieg, im Ersten Weltkrieg den Brieftaube USB-Sticks mitgegeben hat. Nein, das waren ich lotse dich, Simon. Tauben mit USB. Also, ich lotse dich. Ja? Ja, keiner will mir helfen, dann mach ich es halt allein. Halt. Was? Jetzt rechts. Wenn du nicht willst. Ey, Leute, was denn jetzt? Du sagst rechts. Rechts, ja, durch das Büro Ostseite. Ja, aber das Spielprinzip dieses Spiels ist so, dass man hinhört, ob der hinter einem herläuft. Wenn ihr aber die ganze Zeit redet, weil ihr keine Sekunde Stille ertragen könnt, höre ich ihn nicht. Scheiße. Hier durch. Alles gut. Ups, mal gerade ranzoomen. Ja. Du meinst du die Feuerleiter oder Raum der Wache? Genau, Raum der Wache. So ein Katapult reingeschossen. Okay. Hätten. Willst du noch mal saven, weil jetzt kommen die Hunde alle natürlich. Ja. Eigentlich können wir auch jetzt hier beenden. Was? Naja, oder? Wir sind bis Ende eine Minute noch. Ich frage ja nur. Es wird eine Hammerfolge morgen, ich sag's schon mal. Es wird richtig hardcore. Uiuiuiui. Ich speichere mal ab. Ich habe ja alles schon dabei, was ich brauche. Hier, guck mal, da liegt der Hut vielleicht. Oh Gott, also, ist der nicht mit uns im Raum? Schieß einmal drauf auf den Hut. Das wollten die doch die ganze Zeit haben. Jetzt, wo ich gespeichert habe, kann ich auch auf den Hut schießen. Sehr schön, dass Sie immer noch bei der USB-Diskussion sind, ne? Ja. So. Achievement unlocked. Wusste ich doch, alle lügen. Ja. Wow, wir sind am Ende dieser Hammer. Session. Das war eine geile Richtig Session. Spannend heute und nicht gestorben. Du bist als nächstes dran? Mhm. Das ist ganz schön spannend. Da müssten wir eigentlich quasi fast durch sein, oder? Ja, ich denke, wir sind relativ weit. Der Chat sagt, wir sind noch nicht so weit, aber... Von der reinen Zeit, 6 Stunden, 7 Stunden Durchschnitt, wir sind jetzt bei, naja, 3, 4 vielleicht, 5, 6, 7. Ich glaube, wir schaffen es nächstes Mal noch nicht ganz. Das kann man doch, kann man 4,5. Du kannst im Menü gucken jetzt. Ja. Start, kannst, oder? Da stand es gerade. 3 Stunden 41. Ja, seht ihr, also ich würde sagen, die Hälfte haben wir jetzt. Jetzt haben wir die Hälfte. Also mindestens noch mal 2 Sessions kann man, glaube ich, einplanen. Okay, so planen wir jetzt.
Du planst dann damit, ne? Okay, nächstes Mal spielst du, Fabian. Ja, ich freue mich drauf. Ich hab Bock. Okay, dann freut euch drauf und jetzt weiter viel Spaß mit dem großartigen Rocket Beans Programm. Tschüss.